Aufnahme gar nicht an. Haha, machen wir nochmal neu. Aber egal, ich kann das nachher bei YouTube runterladen und dann läuft das schon einwandfrei. Wie ist denn die Qualität bei YouTube? Ist es erträglich? Ein bisschen Delay ist da, aber ansonsten. Ja gut, mit dem Delay war zu rechnen. Ich meine eher so bildtechnisch. Alles okay. Ne, weil bei mir sieht das ganz schön krisselig aus, was ich da sehe. Bei mir zwischenzeitlich auch. Ich hab's schon fast befürchtet. Ging aber bis vorhin noch, oder? Ich nehme mal den Discord doch nochmal wieder raus. Streaming beenden. So. Obwohl, jetzt habe ich nur noch hier das... Ach, scheißegal, wir nehmen das jetzt raus. So, was machen wir denn heute Schönes? Erzählt mir mal was. Gibt's noch ein Metall, was du noch nicht gesucht hast? Gute Frage. Gibt's ein Metall? Ich habe Quarz, ich habe Erz, ich habe... Schau doch mal in die MAM. Was fehlt dir denn noch? Ich schau mal in die MAM. Aber ich glaube, ich müsste so ziemlich alles haben. Tatsächlich. Ich wüsste zumindest nicht, was mir fehlen sollte. Ich futter erstmal ein paar Nüsse. Moment. Ich will hier, das will ich nebenbei haben. Sonst kriege ich eine Macke. Hast du nicht vor kurzem noch ein Stromproblem gehabt oder so? Ja, hatte ich. Das seht ihr, das kann ich euch zeigen. Das ist ein guter Ansatz. Ich habe ein bisschen Strom nachgeballert. Wir gucken jetzt erstmal an die MAM und dann machen wir uns da mal auf. Oh, er war ja der Werkzeuggürtel. Feini. Das ist ja eine schöne Sache. Also, ihr seht das noch nicht, aber bei Mycelium könnte ich Objektscanner verbessern. Ja gut, Caterium könnte ich Platinen erforschen. Da müsste ich das Plastik mittlerweile zusammen haben, den Kunststoff. Blütenblätter ist fertig. Mycelium hätte ich einen falschen. Nährstoffe. Ja. Wobei, den brauchst du zwischendurch gar nicht mal so selten. Den was denn? Den Fallschirm. Ja, gerade ich bräuchte den eins öfter, ne? Runterfallen kann ich echt gut. Violette Energiefragmente. Okay. Sag mal, kann es sein, dass aus diesen Energiefragmenten, also wenn ich die Schnecken einsammle, einfach nur mehr Fragmente rauskriege, wenn die Schnecke besser wird? Finde ich ja voll doof, ne? Lila kriegst du 5 Stück und die gelben 3. Ja, finde ich total bescheuert. Also warum kann man da nicht bessere Zellen draus machen? Das wäre doch viel sinniger. Und auf jeden Fall kann ich hier Quarz noch und Schwefel. Hab eigentlich alles da. Ne, ich wüsste nicht, was ich noch brauchen würde. Aber ich kann mal eine Festplatte reinhauen. Boom. So, und dann decken wir uns auf dem Weg gleich nochmal ein bisschen mit Rohstoffen ein. Wenn wir schon mal hier beim Lager sind, dann nutzen wir das auch gleich. Flop. Und, ja, ist ja qualitätstechnisch auf jeden Fall. Wie ist denn das so dunkel, verdammte Scheiße. Eisenplatten, 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 Eisenplatten. Weniger. Was könnte ich denn noch brauchen? Ihr wollt ja wahrscheinlich wieder mit mir auf Wanderschaft gehen, stimmt? So wie ich euch kenne. Oh, auf jeden Fall lustig, ja. Ja, ihr wollt mich wieder irgendwo sterben sehen, das habe ich mir schon gedacht. Wir gehen heute in den Rosawald. Oh yeah, ich freue mich jetzt schon. Oh, da ist doch fast nichts los, Kai. Fast langweilig. So, ich darf ein bisschen was mit. Hier, ein paar Rotoren kann man immer gebrauchen. Oh, ich habe ganz schön viele Rotoren. Schaust du mal kurz in den YouTube-Chat? In den YouTube-Chat? Lukutus von Borg, moin, es kommt keine Sprache von dir im Stream an. Nur ganze Sound. Das ist seltsam. Ich habe bei mir auf jeden Fall einen Ausschlag. Ja, da darf ich mal eben was einwerfen. Du hast einen ganz fürchterlichen Delay. Weil du im Discord noch mit drin bist. Du kriegst erst den Discord-Sound und etwas später dann erst meine Sprache von Discord. Von das YouTube. Meine ich nicht. Okay. Du redest und dann kommt der Sound erst viel später. Ja. Aber auf YouTube kommt tatsächlich gar nichts an. Da kommt gar nichts an. Nein. Was ist denn da los? Also ich habe hier einen Ausschlag, deswegen bin ich gerade verwirrt. Erstmal danke, Lukutus von Borg. Sehr lieb von dir. Was mache ich denn da? Das ist genau dasselbe Problem, was ich auch bei meinen Streams hatte. Weißt du das noch?
Ja, tatsächlich. Moment. Ich probiere mal gerade was. Sie so. Das sieht seltsam aus. Sehr seltsam. Okay, wir hoffen einfach mal. Ihr müsstet gleich hoffentlich was hören. Wenn ihr mich hier so rumpacken seht, dann weiß ich, ich rede schon mal über den Blödsinn. Also, wenn ich da wackel, dass ich nämlich spätestens im Stream reden werde. Nö. Nö, also nichts. Was ist das denn? Am Anfang ging es, ja. Auf Discord alles gut, aber auf YouTube. Was ist denn das? Das ist sehr seltsam. Das nehmen wir auch auf, das ist gut. Ach ja, breite Flächen kommen. Stimmt, am Anfang ging es, muss ich sagen. So, ich stelle mal wieder das Biodynamic ein. So. Mal sehen, ob da jetzt Ton kommt. Wenn nicht, dann muss ich den Stream gleich nochmal einmal ausmachen und wieder an und hoffen, dass es dann besser wird. Solange seht ihr meine hässliche kleine Hackfresse. Ich meine, Schifo. Michi gefällt das vielleicht. Aber ansonsten auch keinem weiter. Lukutus, wie schaut's aus? Ist jetzt was zu hören? Oder ich kann auch alle anderen fragen einfach, ne? Nein. Nein. Dann stoppe ich jetzt nochmal den Stream und dann machen wir es nochmal neu. So, wie ist es denn jetzt? Stummfilm. Sehr schön. Ja, immer noch stumm. Immer noch stumm. What the fuck, ey? Was hast du denn seither wieder geschlossen? Ich habe nichts gemacht seitdem. Das ist ja das Seltsame. Du hast einen Track. Streamings hier am PC, es hat nichts funktioniert. Ja, kann Weder ich. über YouTube noch über OBS noch sonst irgendwas. Ja, aber also, es kam nie Sound an. was halt seltsam ist, dass ich einen Ausschlag habe. Also OBS sagt mir ja, da tut sich was. Hatte ich doch hier auch. Du warst doch bei mir, du hast es so. Es war genau das Gleiche. Ja. Warum funktioniert das nicht? Deswegen streame ich auch nur noch übers Handy aus dem Studio. Ja, aber Deswegen, das das ist mir alles zu kacke. das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Nee, aber es funktioniert ja irgendwie nicht. Nee, also ist schön, dass wir zwischenzeitlich schon mal 8 Zuschauer hatten, aber wenn die alle nichts hören, ist natürlich kacke, ne? Ah, was soll denn Die hören das? uns. Die hören, ja, stimmt, euch hören sie. Ich habe auch keine Ahnung, was ich gerade machen soll dagegen. Zumal mir OBS ja sagt, ja, funktioniert. Das ist ja das Problem. Sonst mach mal ohne OBS, einmal direkt über YouTube. Das haben mir viele Leute ans Herz gelegt, wenn ich bei YouTube streamen sollte am Computer. Aber ich kann mal was probieren. So, jetzt bin ich mal auf einer Oh ja. Route. Ah, Da bist du. da bist du. Schau mal eine an. Wisst ihr, was das Problem ist? YouTube kann nicht mit 2 Tonspuren umgehen. Das heißt, ich kann im Nachgang meine Stimme nicht nochmal abmischen. Das ist aber schade. Aber ja, vielen Dank, Lokutus. Hätte wahrscheinlich sonst keiner richtig gecheckt, weil alle mit im Discord noch sind. Aber okay, jetzt können wir uns auf den Weg machen. Muss ich noch Sachen mitnehmen? Ich war gerade dabei, Sachen einzusammeln, ne? Scheißegal. Wir laufen jetzt einfach und habe ich eine Waffe dabei? Nö. Scheißegal. Ich kloppe mich halt. Ja, ich habe ein bisschen für Strom gesorgt, tatsächlich zwischenzeitlich jetzt. Ich habe da hinten, ich glaube, oh, lass mich lügen, 10 Kohlekraftwerke nochmal nachgezogen, um den gröbsten Strombedarf wieder abfangen zu können. Werde aber nochmal ordentlich erweitern müssen. Einfach, ja, weil das für die große Fabrik, die ich jetzt gerade baue, wahrscheinlich nicht reichen wird. Der Grund, warum wir heute übrigens Folge 49 und 50 machen, ist, dass Folge 49 ohne Ton ist. Wie passend, oder? Ne, da wo Sag mal, du hast doch schon Öl, oder? Ich habe schon Öl, ja. Ja, warum machst du denn auch
kein Benzin? Wie bitte? Warum machst du denn kein Benzin? Weil ich noch kein Benzin machen kann. Was? Das kommt ja erst später. Du hast am Anfang nur Kunststoff und Gummi. So, jetzt habe ich mich verhaspelt. Hier muss ich lang. Muss ich hier lang? Ah, oh, das war schon so lang her bei mir. Ja, ne? Das kommt davon, wenn man sich in den folgenden Dingern immer nur noch durchcheatet. bist du eigentlich selber schuld. So, und da stehen sie schon. 10 Stück sind's. Plus ein paar Wasserkraftwerke. Relativ simpel gebaut, gar nicht mal so sehr auf Schönheit bedacht. Woo! Patsch. Mann über Bord. Ich finde das hier voll irritierend, dass man wiederholt Leertaste drücken muss, um aufzutauchen. Aber ich habe mir hier so einen radioaktiven Wasserbunker gebaut. Ich finde, sowas sollte bei jedem AKW irgendwie dabei sein. Finde ich total gut. Ne, ist jetzt nichts Weltbewegendes hier, aber es liefert Strom und das muss mir reichen. Ich musste tatsächlich, die hängen alle an einem Miner dran, weil ich sonst nicht genug Kohle habe. Ich habe den einen jetzt maximal übertaktet, das heißt, der läuft jetzt irgendwie mit 300%. Und müsste dann demnächst mal wieder gucken, wo ich mehr Kohle herkriege. Das wäre eigentlich auch so eine gute Tagesaufgabe noch. Nachdem ich im Lila Wald war und mich habe verkloppen lassen. Größere Miner. Größere Miner wäre eine Möglichkeit oder mehr Kohle vorkommen. Hier sind doch 3, wo du da bist. Ja, ja, die habe ich auch schon. Nee. Also die hier versorgen meine ersten 3 Kraftwerke. Ne, sind jetzt voll übertaktet. 250, 250. Achso. Oh, guck mal. Ich habe schon wieder ganz viel Kram rumliegen. So. War ich gut gemacht beim Umbauen. Ja, ich musste ja die Bänder... Alter. Ich musste ja die Bänder ein bisschen neu verlegen. Weil die sonst hier unter den Fundamenten lang gelaufen wären. Ganz komisch. Und wie ihr seht, das läuft relativ stetig weg. Ja, also ein Band könnte ich vielleicht noch ein bisschen was abzwacken, um mehr Energie herzustellen. Aber viel mehr Kraftwerke sind wohl nicht drin. Zumal ist ich das da normal oder reine Vorkommen? Boah, ist eine gute Frage. Muss ich mal gucken. Ich glaube, das hier ist ein reines. 300 pro Minute. Das müsste normal sein, glaube ich. Ja. Also auf jeden Fall keine unreine. Ist das hier Kalkstein? Ne, Kohle. Auch 300 und auch 300. Also alle unrein, oder? Ja. Steinberg sprengen, dann hast du 4 Kohle, meine. Danke, Thorsten. Ey, Thorsten ist dabei. Cool, der ist auch mal fleißig am Kommentieren unter den Videos. Welchen Stein meint er denn? Hinter dir. Hinter mir? Ja, hinter dir. Hinter mir sind Bäume. Ja, du läufst gerade auf Miner zu, hinter dir. Also ich schaue in YouTube, deswegen. Achso, ja, du hast natürlich auch ein Delay drin. Wo haben wir denn hier einen Stein? Gute Frage. Ich erkunde mal. Zwischen die Bäume. Zwischen den Bäumen. Jetzt hat links. Ah, da, jetzt sehe ich. Ah, da ist er. Aber dort auch 10 Kraftwerke, der gute Lukutus. Ja, ich hoffe, dass es demnächst noch mehr werden, weil ansonsten reicht der Strom wieder hinten und vorne nicht. Habe ich Sprengstoff dabei? Wahrscheinlich nicht. Okay, aber dann haben wir hier noch einmal Kohle und ich kann meine Kohlekraftwerke etwas ausbauen. Das ist schön. YouTube empfängt derzeit keine Daten für diesen Stream. Aha. Das ist ja interessant, YouTube. Ich soll mal gucken, ob das richtig konfiguriert wurde. Du Arschloch. Ich hoffe, ihr könnt mich gleich noch sehen. Beziehungsweise jetzt noch sehen. Ja. Okay. Dann erzählt mir hoffentlich YouTube-Scheiße. So, wo muss ich denn jetzt lang, um in diesen komischen lila Wald zu kommen? Ihr wollt mich... Bau dich mal so weit hoch, wie es geht, und dann siehst du es. Bau dich mal so weit hoch, wie es geht, dann siehst du es. Nee. Dann laufe ich erstmal einen Berg hoch. So einfach ist das. Hier habe ich irgendwann auch schon mal alles gelegt, aber die dürften mittlerweile auch wieder da sein. Nö, ach, da sind sie. Guck mal. Die. Und weg. Und, na, wo ist der dritte? Da ist er. Ach, Wichser. Komm her. So. Hä? Wie? Oh, waren die 2 Bäume? Hupala. Hupala.
So. Da ich... Also wer möchte, kann jetzt parallel auch Discord aufmachen. Dann seht ihr das ohne Delay und könnt vielleicht direkt da mit mir quatschen. Ist vielleicht eine gute Idee, oder? Besser ist das. Ja, ich glaube auch. Nee, ich hoffe mal, dass die Qualität bei YouTube jetzt nicht zu sehr leidet. Aber ansonsten ist das für euch scheiße tatsächlich. Ne, ihr erzählt mir was, ich erzähle was. Alles läuft nicht ganz so, das ist gut. Ach, da oben. Entschuldigt. So, ich glaube, ich weiß, wo ihr mit mir hin wollt. Ich rate einfach mal da das oben. Das sieht gut aus da oben. Habe ich mir gedacht. Ich häng fest. Ohne Scheiß, ich häng fest. Hast Kettensäge dabei? Ich habe erstmal vor allem Angst. Muss meine Kettensäge, ja, habe ich. Legitag. Aber ich habe. Ah, komm, dafür reicht's noch. Nein, dafür reicht der Strom nicht mehr. Ich kotze im Strahl. Was ist da passiert? Irgendein Vieh. Ja. Das sieht gerade nicht so gut aus wie die Bratner. Ja, das war, Alter. Was für ein Assi-Bug ist das denn bitte? Jetzt mal ganz im Ernst. Das war gerade so ein Starship-Quest-Moment, Alter. Schön wäre es. So, erstmal hier, warte mal. Ich habe ja für diese Momente vorgesorgt, ne? Moment. Wenn mir Yoshi nicht alle geklaut hat. Nee, hat er nicht. Tada! Ich bin zumindest wieder schnell unterwegs. Das ist ja schon mal was wert. Guck mal, hier steht übrigens noch Daniel. Den ich mal... Ja, das bist du. Ich habe dich mal stehen lassen. Okay. Scheint cool. So. Ja, du warst ja nur kurz drin und wolltest mit irgendwem anders eigentlich quatschen. Ja, da bin ich im falschen Stream rein. Unerhört. Zack. So. Dann schauen wir doch mal, dass wir da möglichst schnell wieder hinkommen. Damit das mal hier ein bisschen Fahrt aufnimmt. Obwohl, eigentlich ist das Ziel doch schon erreicht, ne? Ich kann doch eigentlich umdrehen. Ich bin tot. Damit alle guten Dinge sind drei. Achso, ich muss dreimal sterben. Ja, ganz toll. Ganz, ganz toll. So. Ich hasse dieses Gerenne, ne? Das wäre wieder so ein Punkt, wo ich rausschneiden würde. Aber nein, es ist mir nicht vergönnt. Du könntest ja schon einen Explorer haben. Könnte ich? Ja. Echt? Moment. Hä? Laufe ich hier? Oh, gleich der nächste Bug, guck mal. Das ist ein Bug. Ja. Das ist ja super. Läuft bei Satisfactory heute. Ich sehe auch den Live-Chat gerade gar nicht mehr. Du siehst den Live-Chat nicht mehr? Doch, der ist da. Da habe ich mir gerade weg. 7 W getippt. Er ist aber nicht meine Schuld. Da, also, ne? Oh, die Übertragungsqualität des Streams ist wieder gut. Das ist ja schön. Ich starte einen zweiten Stream und jetzt ist die Qualität gut. Ist ja auch geil. Alter, wie elendig langsam ist man denn im Wasser? Ey, wenn man springt, ist man... Man kann im Wasser springen, das ist auch schon mal sehr geil. Man kann sich ja Schwimmflossen bauen. Kannst du eine Gummiproduktion machen. Achso, ich dachte gerade, jetzt kommt wieder, geht mit der Mod. Du sammelst einen Quatsch, ne? Das ist unglaublich. Ja, manchmal glaube ich, er ist der König des Quatsches. Ich sehe ja auch gerne mal seine Facebook-Timeline und da sehe ich eine ganze Menge Quatsch. So, wir haben es ja fast wieder geschafft. Schwupp, wupp. Nüsse. Ich werde Nüsse brauchen, weil ich... Ach, ich kann die ja sogar essen. Das ist ja super gut. Dann muss ich nicht schon auf dem Weg dahin sterben. Also zu meiner Kiste. Also tatsächlich finde ich bisher diesen Liederwald einladender als dieses giftig grün eklig. Das sehen wir dann gleich, wenn du da bist. Ja, ich habe kein Problem mit Spinnen. Glaube ich. Na, da gibt es noch zwei oder so. Aber da gibt es viele Rohstoffe. Das stimmt.
Also hätte ich mir meiner mitnehmen müssen, ja? Ja, du kannst hier erstmal gucken. Ja. Hätte ich mir vielleicht ein Beacon mitnehmen sollen. Das wäre nicht schlecht gewesen, ja. Ja. Da weiß ich gar nicht, was ich dafür brauche, um die herzustellen. So, wo ist denn dieser blöde Baum? Nur nicht zu nahe kommen. Ist jetzt erstmal noch meine Kiste weggebackt. Ja, supergeil. Wie assi ist das denn? Verficktes Scheißspiel. Da gehe ich das erste Mal bei YouTube online. Oder live. Dann geht hier alles schief, was irgendwie schief gehen kann. Wie assi, ey. Hau ab, du Napsülze. Verpiss dich. Vor allem renne ich jetzt wieder zurück, um mir irgendwie Ausrüstung zu craften. Ach, da ist sie. Woo. So. Erstmal kriegst du jetzt ein paar auf die Mütze hier, du Penner. Hallo, Frau. So. Ude. Boah. Dir ist schon klar, Michi, dass sie dich nicht hört. Sie hört dich nie, wenn du das sagst. Ja, aber du kannst es hier ausrichten. Okay, ich richte es hier aus. Ode! Michi. ich habe sogar Signalisatoren dabei. Guck mal, das ist ja super. Ja, sieh mal, schau. Ne, also das ist ja, als hätte ich es vorbereitet. Unglaublicher Wahnsinn. So, jetzt müssen wir, ich hatte das vorhin noch einen Blick, dahin. Und da gibt es doch bestimmt einen besseren Weg, als mich da einfach nur stumpf hochzubauen, oder? Ich glaube nicht von der Richtung. Nee. Wie, echt nicht? Ja, ich kann es ja nicht genau sagen, aber ich glaube, von der Richtung schaut schlecht aus. Aber ein Schneckchen. Schneckchen haben wir schon mal. Und irgendwas, was mich anbrüllt und jetzt wahrscheinlich gleich wegkickt. Während ich hier am Pilze sammeln bin, habe ich die gekriegt? Ja. Wo brüllt er? Auf halbem Weg stehen. Wenn du mal knapp an Mycelium bist, die Bäume, ne? Kannst du fällen, da hast du genug. Ah, echt? Ja. Ich weiß noch nicht mal, wofür ich es brauche. Oh, großartig. Inhalatoren. Ah, okay. Ja. Ist besser als Pilze futtern. Wieso? Ich dachte, ich mache das einfach mit Skill. Das ja. Hat man gesehen, ja. Ja, hallo, da konnte ich überhaupt nichts für. Das war ja. Bug. Das war Bug. Schon klar. So, ich muss es doch. Also ich finde es ja tatsächlich, ich fände es cooler, wenn wir da so irgendwie hochkommen. Einfach weil wir sowieso was entdecken, oder weil ich was entdecken will. Und es für Quatsch halte, dann den Weg abzukürzen. Hier war ich schon mal. Lauf ich gerade zurück. Ja, du läufst gerade zu deinem Weltraumlift. Super gut. Aber das heißt, ich müsste doch sowieso da hoch. Und dann komme ich doch darüber. Oder habe ich mich da gerade verguckt? Ich gehe stark davon aus, die Karte hast du noch nicht freigeschalten, oder? Nope. Okay. Ach scheiße, ich nehme jetzt Betonklötze. So. Geil, ich habe 400 Beton mit. Oh, das ist ja 400. Unglaublich viel. Gute Nacht, Jenny. Gute Nacht, Frau. Du bist gerade schon wieder voll das Trampeltier. Pff, der ganze Boden wackelt. Nee, jetzt komm mir nicht mit der Ausrede, nur weil ich behindert bin. Nee. Fällt aus wegen ist nicht. Das wird sie dir sowieso ewig vorhalten. Na, als wäre sie wegen mir behindert. Kann ich ja nichts fühlen. Aber sie wird das Ausrede nutzen. Ja, so oft sie kann. Ich glaube, halt Frauen machen das. Besonders behinderte Frauen. Besonders behinderte Frauen, ja. Ich bin schwer behindert. Schwer behindert, ja. Noch nicht. Ne? Noch fehlen die 10%, mein Fräulein. So, jetzt wo wollte ich denn jetzt hin? Ich hatte gerade einen Plan. Da oben wollte ich hin. Da sind sie. Ja, da sind deine Hörgeräte. Das ist richtig. Aber das ist ja dem Amt egal, ob da Hörgeräte bei mir auf dem Tisch liegen. So, ist der echte Baum im Weg. Ah! Lenk ich dich ab? Ja, auch. Sehr schön. Ziel erreicht, ja? Sie sollte unbedingt nackt vor dir tanzen, damit du nichts mehr auf die Kette kriegst. Was? Das, ja. Nudity geht immer. So, ich habe das die kleine Vermutung, dass ich mit 400 Beton da nicht rüberkomme. Könnte passieren. Aber let's try our best.
Oder in my Fall Worst. So. Eins, zwei. Aber ich kann ja hinten wieder abreißen. Dieses Spiel hat ja noch nie vorher von Gravitation gehalten. Oder Statik. Das war gut so. Nee. Ich fände es total geil, wenn Gebäude zusammenstürzen fallen könnten. Dann haben wir alle ein Problem. Alle, die dieses Spiel hier spielen. Alle. Ich nicht. Ich stütze alles schön ab. Och, guck mal, das reicht der Dicke. Hast du gerade mal die Hälfte verballert? Gerade mal. Ne? Ich finde, das war schon recht eng. Weil ich will ja hier auch noch ein bisschen was machen. So, jetzt bin ich das erste Mal in diesem schönen roten Wald. Nee, du bist nur an der Kante. Pff. Oh, guck mal. Schon mal ein großer Kumpel. Irgendwie ist die KI heute ein bisschen wuschig, kann das sein? Wo sind wir jetzt hin? Wo bist du? Na komm. Ah, Ficker! So, Ruhe. Doch, ich sag das. Ich sag das auch bei YouTube. Wie sie einfach den Stream stört. Ja. Ja, da ist sie ja Meisterin drin, ne? Nein! Oh, fick die Henne! Oh, nee! Danke, Frau! Ich schieb das jetzt auf dich! Müller! Nix, Applaus. Müller! Applaus am Arsch, ey! Zweimal in einer halben Stunde! Ah, oh, ich werd bekloppt! Das war ein Negativrekord, ne? Ja. Ja, wie ich. Herr Gowski, benehmen Sie sich. Wie viele Stelzen hast du denn in den Vorrat gebaut? Ja, zweimal darf ich noch sterben. Zwei noch. Michi, ich kann vielleicht gerade nicht im Discord-Channel rumeiern, ne? Aber ich habe hier Helfershelfer. Der gute Kai hat Rechte auf dem Channel und kann dich muten. Beziehungsweise einfach rausschmeißen. Das ist kein Problem, ich spiele dich einfach grounded. Fick dich. Wieso ist hier schon wieder die Stimme aus dem Off dabei? Sie Was ist denn Gewissen. Hier los? Die ist nicht mein Gewissen. Die ist im besten Fall schlechter Umgang, mehr aber nicht. Ah, gut, dass hier überall noch ein paar Nüsse rumliegen. Nüffe. Die brauchst du wohl noch. Ja, meine Nüsse könnte ich heute auch noch brauchen, wenn ihr das Lachen da hinten hört. Hast du die Nüsse verloren? Nein, ich hab... Nein! Wie sie sich freut, garstiger kleiner Hobbit, ey. Ist ja unglaublich. Wieso, warum habe ich nicht gleich Beton mitgenommen? Ihr lenkt mich ja alle ab, ey. Das kann doch nur schief gehen hier. Ja, weil du gerade nur Nüsse und irgendwas anderes im Kopf hast. Weißt du, ich bin gerade vollkommen zufrieden. Also fast. Außer du, bist zweimal draufgegangen. Kannst du zufrieden sein? Ja, einmal bugbedingt, was ja mal voll nicht mein Verschulden ist. Ja, komm. So. Ich habe ein viel größeres Problem. Ich bin gerade ein ganzes Stück in die Ecke hier gelaufen. Und hab nicht ein Viertel Beton mitgenommen. Könnte ein Problem werden, oder? Ich denke. Das war keine Frage an dich, Michi. Du hast null Ahnung von dem Spiel. Wirklich null. Ich habe Ahnung von dem Spiel. Naja gut, der Vorteil ist, du hast nach oben gebaut, also kannst du deine Bauwerke eigentlich so ziemlich gut sehen. Jetzt müsstest du nur noch rausfinden, wo das war. Ah, du könntest auch die ganze Ecke hier abbauen. Von deinen Foundations. Stimmt, das könnte ich machen. Das ist KLUK, weil meine Kiste ist ja ganz woanders hingefallen. Tja, ob du da wieder hinkommst. Die liegt ja am Arsch der Heide. So. Meinst du, das reicht? Im Leben nicht, aber ich laufe ja so gerne. Ne? Das Wandern ist des Müllers Lust. So. Sterben ist des Müllers Frust. Ja, allerdings. So. Der war nicht schlecht. Ja, jetzt haben wir so viel Scheiße gelabert, der erste ist schon wieder gegangen. So weit ist schon. So. Ich bin hier hoch, oder? Ja, bestimmt. Sag mal, werden die resettet, wenn ich sterbe? Ich hab doch hier vorne alle Nüsse aufgenommen. Nee, normalerweise nicht. Aber die erste, glaube ich, vorhin übersehen. Nee, nehmen wir das einfach mal so hin. Ja, du da guckst kommen ja auch heute immer so hibbelig in der Gegend rum.
Ja, voll hektisch. Das macht er immer in jedem Spiel. Das habe ich ihm schon tausendmal gesagt, auch bei Stranded Deep damals. Ja, ich bin halt ein... Die Zuschauer haben nichts gesehen von der Insel, weil er die Kamera immer kurz hin und her gesehen hat. Ja, da seht ihr mal, was ich für eine Auffassung, was ich für eine Auffassungsgabe habe. Nein, ja. du bist ein Rusher. Du musst deine Community das Spiel auch zeigen. Ja, die kennt das Spiel. Heißt es nicht, dass alle anderen so. Ja, war das das Spiel, was auf der Insel da anfängt? Genau. Ja, genau. Ah. Das wo man Sonnenbrand kriegt und so, ne? Ja, genau. Cool. So. Und jetzt muss hier irgendwo meine Kiste sein. Jetzt ist die nächste. Sind da links Schnecken? Ja, da sind Schnecken. Drei Stück. Eins. Wahnsinn. Zwei, drei. Das heißt, ich sollte beim Müller sehen, was da für Schnecken sind, Alter. Das auch, ja. Also neben meiner Frau sind da auch noch echte Schnecken. Was? Du bist behindert, Daddy. So. Na komm. Zack, 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 zack. So. Die wollte ich. So, ich krieg auf jeden Fall Schnecken. Ich krieg vielleicht meine Ausrüstung nicht wieder, aber ich krieg Schnecken. Wenn ich... So, hä? Alter, die hängt ja mal im Loch hier. 5 Euro, ich komme hier nicht wieder raus. Nehme ich. Oh. Das ist eine Kiste? Das ist ja irre. Ein Zufall jetzt. Boah. Ne, also ich könnte jetzt sagen, das habe ich mal so vorbereitet, ne? Aber. Ne? Also das ist ja hier. Unglaublich, mehr Glück als Verstand. Also bitte. Ne? Ich bin hier Studios. Das muss ich mir nicht geben. Willst du die nicht abreißen, sonst hast du keinen Beton mehr. Ja, ich will gerade erstmal gucken. Hätte ich den Spruch gerade gebracht, ne? Hätte ich mir wieder was Dummes anhören können. Ne, natürlich. Also abgesehen davon, dass du es immer verdient hast, dir was Dummes anzuhören. Weil ich dir immer passende Sprüche an den Kopf hau. Ja, ja. Die immer stimmen. So. So, so, so. So, kommen wir da ran? Sehr schön. Das war doch schon mal ein lohnenswerter Tod, oder was? Also jetzt mal ganz im Ernst. Dass hier drei Schnecken sind, ne? Ist hier null feindliches Territorium. Ja, wo sollten die sein? Sollen die da rumfliegen? Nee, aber es reicht ja. Du kannst ja diese hässlichen Pflanzen, die aufstehen und Giftgas versprühen hier irgendwo. Zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit. Im Basteln. Ja, aber die sind ja tatsächlich auch relativ gut versteckt, also du siehst sie ja kaum. Ja. Ne, die hältst du ja eher für die Umgebung. So, jetzt, ich hab gerade erwartet, dass ich runterfalle, ehrlicherweise. So. Das habe ich doch gut gemacht. Ne? Ich muss mich auch mal selber loben. Das machst du immer. Ne, weil es kein anderer macht. Das ist der einzige Grund. Ne? Nie höre ich ein Lob. Hast du gut gemacht, du Markus. Du musst jetzt die linke Maustaste gedrückt halten. Schneller. Ah, ja, mache ich. Warte, okay. Kriegen wir hin. War zeitig oder so? Ich muss mich jetzt mal wieder ausrüsten. Ja, es war zu spät. So, die haben wir. Ich finde es übrigens immer noch total scheiße, dass er jetzt nicht den nächsten Slot erst voll macht, wenn man Shift-Links-Klick macht, sondern ich jetzt alles manuell hier rüberziehen muss. Hä? So. Okay. Ja, du darfst einfach nicht sterben, dann musst du das nicht machen. Ja, das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Naja, wenn ich jetzt link, ne, er geht immer... Ja. Er geht immer auf den Ausgang. In dein Inventar? Yep. Es lohnt sich bald, sie zurückzubringen. Alter, wo sind eigentlich meine Nüsse? Ist das der Todescounter? Ja, danach ist der Stream vorbei. Habt ihr davon. So, da ist Mr. Work in Progress. Wo ist denn der große Yoshi? Da ist er ja. Komm. Na das. Bleib doch nochmal stehen, der Wichser. Oh, da ist er. Oh. Ich glaube, ich bin gerade selber in ihn reingerannt. Auch sehr gut. Skill ja, vom... Die beste Verteidigung, ne? Allerfeinsten. Ja, ich habe mich damit, glaube ich, selbst verletzt. Komm, 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 komm. Glitsch dich da hoch. Glitsch dich da hoch. Warum denn nicht? Lass. Ach, fick dich doch. So. So. Oh, hier wird es ja richtig rot. Das ist ja Wahnsinn. Oh, meine Burger sind da. Alter, wie du ständig Burger von
Burger King dir die verlässt, ne? Ist die Frau schon wieder außer Haus? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie gerade wieder gekommen, hat die Lieferung gebracht. Ach, so kann man natürlich Burger King Lieferdienst auch bezeichnen. Meine Frau ist losgefahren, um Burger zu holen. So, sind wir schon mal hier. So, haben wir hier Kohle in der Nähe? Ich will Kohle. Und Eisen brauche ich eigentlich auch mehr. Boom. Oh, das ist doch. Oh, ganze Menge. Und das ist ja roundabout gar nicht mal so weit weg. Oh, Spinnen. Wo? Genau vor mir. Okay. Achte mal in die Mitte des Bildschirms oben, ne? Was? Oh, nett. Was eigentlich, wenn ich volle Pulle bin? Oh, was war das? What the fuck? Wow, wer bist du denn, Alter? Das ist das Empfangskomitee. Komm mal, klar. Je höher der Strahlenwert, desto schneller verlierst du deine Lebensenergie. Ja, ich habe andere Sorgen. So, der ist tot. Gleich nicht mehr. Wieso ist hier eigentlich... Alter. Ach, da ist Uran. Fuck. Noch mehr Uran. Fuck. Huh. Ja, ist schön hier. Danke. Schön, dass ich hier sein darf. Wie, die sind auch hier? Alter. Ja. Was soll ich denn hier mit euch machen? Ich werde hier dauerhaft verstrahlt. Das ist gerade keine Strahlung. Das ist das Giftgas. Achso, der ist ja viel besser. Und das ist... Oh, Glück. Also Giftspinnen, Uran... Alter. Ist ja wunderbar hier. Ja. Schön, ne? Ja, kein Wunder, dass die Bäume rot sind. Meine Fresse. So, was wollt ihr da mit mir machen? Also ich kann jetzt 5 Minuten sein und dann war's das. Wir wollten dich eigentlich zu den Ressourcen führen, weil du hast ja gerade festgestellt, da ist viel Kohle. Ja, nein. Das wäre doch mal eine Herausforderung. Du kannst das ja nicht immer nur in freundlichem Gebiet irgendwas abbauen. Wie, das wäre mal eine Herausforderung? Was ist das für eine Herausforderung? Ich bin under-equipped in der Zone des Todes. Zone des Todes. So, erstmal Ruhe. Ich brauche hier erstmal einen Überblick. Das geht ja so nicht. Machen wir jetzt so. Okay, hier darf ich hoch. Hier darf ich hoch, okay. Aber leben wir auch gut. Ich hatte 100 Nüsse dabei, nur mal so am Rande, ne? Ich bin jetzt bei 50. Ich hatte sogar über 100 Nüsse dabei. So. Wo zum Fick kam eigentlich das Giftgas her? Links. Hinter dir. Links hinter mir? Ja, jetzt. Die gelben Dinger hier, oder? Nach rechts. Bisschen nach rechts. Die da? Bisschen nach rechts. Bisschen da. Na, zu weit. Schon wieder. Mühe nach links. Siehst du das da? Diese hellbraunen Knubbel? Was für hellbraune Knubbel? Weiter geradeaus. Siehst du das da? Das da? Genau da. Genau das da. Da kommt das Giftgas raus. Links ist übrigens noch einer. Lauf da nicht so nah ran. Links ist noch einer. Links ist Abgrund. Weiter. Das ist hinter mir. Ich arbeite jetzt nur noch mit Uhrzeiten. Ich glaube, das funktioniert besser. Ja, das kann. Auf 3, nein. Ja. Auf 3, dann sind wir da. 3 Uhr, 11 Uhr kannst du dich mal entscheiden. Das eine ist links, das andere ist rechts. Stopp. Jetzt läufst du ach, quasi. Da ist er. Wisst ihr, woran die mich erinnern? An diese Tiberium-Pflanzen aus Command & Conquer. Ein bisschen. Ein bisschen? Also, wenn die da nicht geklaut haben, dann weiß ich auch nicht. So, da muss ich ja hier voll vorsichtig laufen, weil das ja... Da ist schon wieder Uran. Fick die Henne, ey. So, Atomkraftwerke fallen bei mir schon mal flach. Ach Quatsch, du hast ja nachher die Jodfilter. Ja, aber da ist eine Absturzstelle. Da will ich natürlich hin. Ja, da ist schon wieder... Du, warum da rundherum Uran ist? Oha. Ja gut, oh, Alter. Wie viel auch. Also wenn ich dir einen Tipp geben darf, ne? Stell eine Kiste da hinten in die Safe-Zone rein und pack dein Zeug da rein, weil hier kommst du nie mehr hin. Das ist eine gute Idee.
Ich habe nichts gesagt. Das ist eine sehr gute Idee. Oh. Gibt es keine Schutzausrüstung gegen? Doch, gibt es, hat aber noch nicht. Richtig, ich bin ja noch Nublusche hier. So, was haben wir denn da? Wo? Hier müssten die sein. Dieser scheiß Modkram noch. So. Ach komm. So. Zumindest meine Sprungstelzen packe ich da rein. Wieso habe ich eigentlich nur noch zwei im Inventar? Ist denn hier nicht richtig? Die Festplatte kommt da auch rein. Die auch, die auch. Der Rest ist mir egal. So. Und jetzt gucken wir, wie wir da irgendwie zu dieser scheiß Absturzstelle kommen. Ich meine, die ist komplett voll neben dem Uran. Das wird, ja, nimm mal ein bisschen die Nüsse in die Hand. Also dem Spiel. Ach mal, du gönnst mir auch gar nichts, ne? Was brauche ich da? Steuereinheit. Steuereinheit. Die habe ich noch nicht mal. Nee, die musst du auch in der MEM erforschen. Ah, okay. Das war dann ein nicht sehr lohnenswerter Ausflug. Dann gucke ich mich hier mal weiter um. Mehr Uran. Wie kann ich das eigentlich aufsammeln und nach Hause bringen und in der MEM erforschen? Will ich davon... Gar nicht, musst du auch nicht. Das ist der Fehler, den ungefähr jeder macht. Und sobald du es im Inventar hast, kannst du sehen, wie dein Leben sich direkt verabschiedet. Ja, wahrscheinlich. Haha. Der ist schon ganz schön eklig, ne? Meine Fresse. Ich weiß auch nicht, was das noch mit einer Spinne zu tun hat. Jetzt mal ganz im Ernst. Außer die Anzahl der Beine vielleicht. Und auch das nur bedingt. So. Das hat mich gerade so ein bisschen an so einen Nekromorphen aus Dead Space erinnert. Ja, ich finde, der hatte tatsächlich ein bisschen was von Starship Troopers. Bug, ja. Bug? Was? Bug? Achso, ach, der Bug, ja. Bugs! Das ist aber schön hier. Ja. Boah, echt jetzt? Gleich zwei? Ja. Ein Gewehr. Muss sich ja lohnen, die gelbe Schnecke zu beschützen. Ja, ja. Mal einen Abflug, Junge. Ja. Schiss haben sie. So geil bin ich. Leck mich fett. Was ist das denn hier? Also irgendwie ist heute derbe Buggy, kann das sein? Wow. Zu dir selbst einen Gefallen, lauf da nicht rein. Es kann sein, dass die Wand sich dann plötzlich schließt. Ja, das hat man schon keine. Ja. Schön. So. Was ist das denn? Huh. Was? Was hat das denn gerade für ein... Das war eine Schnecke. Auf dich zugeschwebt. Auf mich zugeschwebt? Ja, hab ich sah es auf jeden Fall gerade. Irgendwie nicht gesehen. Ach, hier oben ist ja schon fast wieder schön. Ja. Für die brauchst du Sprengstoff, für die Viecher. Hätte ich vielleicht mal Abschutzstelle. Ich befürchte, hier war ich schon mal. Nee, war ich noch nicht. Ach du Scheiße. Das ist nochmal Uran, ne? Ja. Nur ein bisschen. Och ja dann. Ich komme da auch an die Truhe nicht ran. Kühlkörper, na guck mal. Alter Vater. Schwer bewacht. Vergiss es, da kommst du nicht ran. Nee, das Problem, also ich würde die Viecher wirklich wahrscheinlich noch irgendwie klein kriegen. Aber das Uran ist sehr, sehr nah dran. Ja. Also sehr, sehr da. Ja, dann muss ich wohl wieder einmal weiter gucken. Aber ich habe so ein bisschen Angst um meine Kiste, die jetzt da hinten rumliegt. Ich glaube, ich will die wieder haben. Ach, jetzt bin ich doch hier gleich bei meinem Quarz. Das hätte ich doch viel einfacher haben können hier. Ach, wie schön es aussieht. Runter und hau drauf. Das bringt ja nichts, das verstrahlt mich das Uran. Was habe ich denn davon, wenn ich da drauf hau wie ein Berserker? Ja, du bist aber Remote Ragnar und Community hat entschieden. Ach, ihr könnt mich einmal. Scheiße nach eins, ey. Ja, ist sogar richtig. Außerdem darfst du denn in meinem nächsten Film mitspielen. Das darf ich doch so oder so. Ja, aber dann noch mehr. Noch mehr? Du hast ja quasi verzweifelt nach Unterstützern gesucht. Richtig, wie immer.
Ja. Verzweiflungs-Michi. Dafür durftest du in meinem Film sterben. Yay. Hallo, Frau. Ja. Fuck. Locker bleiben. Was denn? So ein Inhalator wäre schon cool, ne? Ja, so ein Inhalator wäre cool, ja. Vor allem, weil ich nur diese scheiß Nüsse habe, noch nicht mal Himbeeren. Was ist eigentlich mit deinem Kaffee? Was mit meinem Kaffee? Den habe ich verloren. Oh nein. Alter. So, der kommt schon mal her. Siehst du, Keule. So, den ersten hätten wir schon mal. Wow. Das, ach, das ist einer von den großen. Ja, ja. Wenn er auf der Plattform ist, dann lösch die Plattform und lass ihn abschließen. Nein. So einen Scheiß meine ich. Das ist hier schon exploding bis zum geht nicht mehr. Komm her hier. Komm. Put. Wow. Der hat gesessen. So, den hätten wir. Jetzt kommt da weg, oben, du Trottel. Weg davon. Ja, und den beschmeiße ich mit Steinen, oder was? Lass ihn rankommen. Pudding, du musst ihn pullen. Wow. Eine Ecke finden mit weniger Strahlung. So. Ja, dann. Auf, willst du mit ins Bild, Nettie? Nicht in diesem Outfit. Ach, was bist du denn jetzt so? Du hast doch einen richtig schicken Schlüpper an. Das ist nämlich meine. So. Ist doch auf dem Oberteil. Stimmt. Jetzt wird's abturnt. Warum? Nee, Ragnar hat ganz hübsche Schlüpper. Was ist das? Turbomotor, habe ich da auch noch nicht. Kannst du, glaube ich, auch doch, noch gar nicht bauen. Ich. Doch, nee, eine Motoren, ich habe normale Motoren, ne? Ja. Was, ja, ist los, Katze? Das ist Funksteuereinheit. Oh. Mensch, das, doch, passt ja. Ja. Batterie noch eine, oder? Ja, das müsste ja reichen für die andere Absturzstelle. 6 brauchtest du. Wie viel hast du? 4. So, dann hat er nur 4. So. Da liegen noch ein paar Rahmen. Die sind mir jetzt nicht so wichtig. So, habe ich meinen Arsch wieder für nichts riskiert. Beim nächsten Mal, wenn ich hier sind, sind wir wieder da. Super. Na komm, Nimi, wir gehen aufs Klo. Super gut. Ja, geh mal zusammen mit der Katze aufs Klo. Im Livestream. Man hört's. Ja, sie macht wenigstens die Tür zu. Es wird heute noch öfter passieren. Ja, bestimmt sind die Leute alle interessiert an der Blasenaktivität, Nettie. Ja. Das ganze Internet möchte darüber Bescheid wissen. Kann nur sein, dass du da wieder rumjammerst. Du bist so laut. Wieso ich? Du maulst auch immer rum. Warum chattest du mit Leuten? Muss ich die Tür zumachen beim Pissen? Weißt du? So. Na, ich hab's schon nicht leicht mit dir. Hast du ganz recht. So. Ja, mach mehr Uran. Ja, yay. Megel hier nicht rum. Mach was Ordentliches. Und mach ein paar Bugs kaputt. Los. Und du versuch nicht verkrampft witzig zu sein. Das funktioniert nicht. Ich glaube ich auch nicht. Weil ich nicht witzig bin. So, eins. Wow. Das war close. Na, rein theoretisch, da wir ja remote haben, dann ist die auch. Ne, die ist ja nicht im Discord, das zählt also nicht. Aber sie ist live bei dir. Ja, sie ist aber immer live bei mir. Eben. Da müsste ich ja immer auf sie hören. Das funktioniert. Ach nee, tust du ja sowieso nicht. Tu ich nie, nee. Wolltest du jetzt nicht noch Kohle suchen? Ach, leck mich, ich will keine Kohle. Er braucht noch Kohle. Ich brauch Strom. Siehst du, also brauchst du Kohle. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ja, den 387er, den nehmen wir. Orte, an denen ich nicht sein möchte. Was, doch, ist das denn hier? Der Wald ist super. Boah, das sieht ja super. Doch, da gehst du jetzt rein. Guck mal, das ist doch hier ein Pilz oder was? Den kann man doch essen. Kann mir keiner erzählen. Vorsicht, der springt dich gleich an. Ach. Sieht aus wie eine Koralle. Hier springen mich ganz andere Sachen an. So. Was sagt eigentlich der Chat? Der Chat sagt nix. Rechts ist noch eine Schnecke. Moment, erstmal mal hier. Rechts ist eine Schnecke. Ja, ach, da nein, hinten. Rechts ist ja immer eine 180-Grad-Drehung. Das stimmt überhaupt nicht. Doch, ich gerade. Ich hab doch die Schnecke. Lass mich raten, die hast du wieder nicht gesehen, richtig?
Ne, ich habe die grüne gesehen, du siehst ja die gelbe. Siehst du? Das. Mein Wahrnehmungsjoker. Wo ist er? Glück gehabt. Ach, Glück gehabt. Erzähl mir doch nichts. Ach, das ist ein großer, das sehe ich ja jetzt erst. Nüsse? Ja, bin ich gerade auf dem Weg hin. Wollt ihr vielleicht Lucifer mal begrüßen? Ihr Kunstbanausen. Ach, der ist jetzt doch da. Hallo Lucifer. Uah, ich kann gerade nicht. Boah, jetzt hau da ab, ey. Fresse jetzt. Nicht du, Nettie. Das komische Tier hier. Ja, aber der Boden hat schon wieder vibriert. Das heißt selten was Gutes. Gojira! Schon wieder, ne? Der Boden hat vibriert. Ja, wir haben halt einen Dielenfußboden. Wenn man da ein bisschen härter trampelt, dann vibriert er. Ja. Jetzt kann ich die Entschuldigung. Nee, das war jetzt hier kein. Meine Frau ist heiß, also da lasse ich ja nichts drauf kommen. Es hört sich aber anders an, wenn du vom Boden redest und vibrieren und so. Damit meine ich eigentlich ihren trampelnden Stechschritt. Der Stechschritt ist gut. So. Das sind ja auch schon wieder. Oh, wie viele Viecher sind denn hier? Wo kommt das her? Da. Ihr grast jetzt hier wieder, oder was? Bis? Der lebt noch. So. Ragnar macht das Actuaria-Kriegsspiel. Ja, meine Fresse. Ist hier Action, ey. Was ist denn das für eine Note? Keine Ahnung, habe ich noch keine Zeit für. Jetzt aber. Noch schreien die Eisen, glaube ich. Bauxit. Bauxit, das habe ich auch noch nicht. Moment. Das brauchst du aber. Das ist für Aluminium. Ah. Also setz dir da vielleicht mal einen von deinen Markern hin, die du ja dabei hast. Eine schlaue Idee. Du bist zu klug, K-L-U-K. Da gibt's aber einfachere Bauxitquellen. Sei ruhig, ich will, dass er hier nochmal reingeht. Natürlich. Nee, die will ich nicht. Ich habe unten Chips, wenn du mich schon glücklich machen möchtest. Oh, der Erik ist noch. Boah, ich hasse den. Ich mag die Dinger doch gar nicht. Im Sumpf gibt's doch auch zwei Boxen. Also, gerne danke, aber ich mag die doch gar nicht. Hilfe. Was ist da gerade geflogen gekommen? Es waren Knusperflocken. Ich liebe Knusperflocken. Nettie soll die mal vorbeibringen. Nettie soll die vorbeibringen, ja. Obwohl, nee, ich hab noch Pombeeren da. Geh zu Michi, der mobbt mich nicht so. So. Geh zu Michi. Arsch. Ja genau, Nettie, komm her. Genie pflanzt auch gerade auf dem Sofa und guckt irgendwie. So. Da wird getanzt und gesungen. Ist das kein Film? Ja. Bist du schon an der Kohle? Weiß ich, ach so, scheiße. Die war ja auch noch. Weißt du, wenn du da so drauf bestehst, dann kann das kein. Das kann nichts Gutes sein. Doch? So. Ja, sicher. Erik, schreib mal was. Was, welcher Erik denn? Rick Mello. Rick Mello. Ah, Lucifer wäre da. Arbeitspflege. Hallo zusammen. Ach so. Hi. Moin. Servus. Moin. Ich dachte, ich guck doch mal kurz rein. Ja, konntest du dich vom Bier losreißen? Das finde ich gut. Nö, das nicht, aber ist alles gut. Wow. Hier schreibt mich was an. Ja, ich darf ja kein Bier mehr. Ich hätte gerade aber auch echt Bock auf ein Bier. Verdammte Axt. Gut, kann ich dir sagen. Ja, habe ich mir sagen lassen. Und das was so schön ist. Aber. Kohle suchen. Und ich vor allem versuchen zu vermeiden zu sterben. Was hier gar nicht mal so einfach ist. Meine Fresse ist hier Action. Ich hätte mir vorhin ein Gewehr bauen sollen. Aber kann ich noch gar nicht. Doch, kannst du. Also der Forschungsstrang ist schon frei. Ja, aber ich habe noch keine schweren Module an Rahmen. Die bin ich ja gerade erst beim Bauen. Ja, ich habe Kohle. Oh, unrein. Das hat sich ja richtig gelohnt. Ja, super gut. So, und dann weiß ich noch nicht mal, wo zu Hause ist. Wo ist denn zu Hause? Da hinten irgendwo ist zu Hause. Da. Ich glaube, ich mache es mir jetzt zur Aufgabe, hier den Miner lang zu ziehen. Bau doch mal ein Türmchen, dass du einen Überblick kriegst. Na, ich glaube nicht, dass ich über die Bäume komme, oder? Nee, aber sollten wir dir nicht sagen, was du machen sollst? Ja. Bist du damit etwa nicht zufrieden?
Michi. Also, da ich die letzten 4 bis 5 Folgen von Satisfactory nicht gesehen habe, sollte mal deine Stammkern-Community dir richtig fiese Aufgaben geben. Das wär lustig, da bin ich dabei. Das endet nur im halbe Fabrik abreißen. Nein, nein. Ja, aber das ist doch lustig. Ja, so. Also, er möchte Remote Stream, also ne, gib ihm mal ein paar richtig echt fiese Aufgaben. Ja, halbe Fabrik abreißen ist ja nicht drin. Ich bin Remote-Ragner, aber ich bin nicht blöd. Nur mal so. Das hast du. Das ist ein Remote, aber. Nein, mir haben schon andere Leute gesagt, dass ich nicht blöd bin. Aber sieh doch mal, du kannst hier gleich schon mal Dings bauen. Ein weiteres Kohlekraftwerk. Kohlekraftwerk? Ja, nee, ich habe gerade festgestellt, dass ich hier gar nichts bauen kann, weil ich nämlich keine Eisenrohre mit habe. Ah. Aber sag mal, du hast so eigentlich 6 Kohlequellen relativ nah an deiner Base. Ja, die werden auch ganz gut umgesetzt tatsächlich. Und ich habe eigentlich noch gar nicht viel mehr erschlossen, also die reichen mir eigentlich. Ja, ich habe meine jetzt tatsächlich auch ein... Ach komm schon, dein Ernst. Oh bitte! Meine Güte! Scheißspiel, wie kann man das Inventar so scheiße gestalten? Gut, ich habe aber meine Kohle. Ich brauche ein neues Ziel, Leute. Ja, den nächsten Gegner, den du siehst, den sollst du mit deinen Fäusten bekämpfen. Nur mit deinen Fäusten. Ich glaube, das geht nicht mal. Nee. Also ich würde jetzt mal ein bisschen Rohstoffe holen und die Kohle transportieren. Ach, ich hasse euch. Ja, das klingt gut. Das ist ein schöner, langer Weg. Ja. Ja, er braucht ja die Kohle. Endlich wieder also, Laufwege. Effektiver wäre es ja, wenn du hier das Kraftwerk hinstellst und nur eine Stromleitung ziehst, ne? Ja, weil hier unten hast du schon Wasser. Ja, ja deswegen ich, ja. Der Rote Wald ist super eigentlich zum Bauen. Ich wäre dafür, dass du hier dein Kohlekraftwerk baust. Yay. Okay. Du hast hier 3 Kohlenodes, die innerhalb von 900 Metern sind. Dann baue ich hier jetzt wohl ein Kohlekraftwerk. Aber ich habe ja immer noch keine Eisenrohre. Die musst du dir holen. Ja, danke. Ich gehe den Weg so gerne. Hast du Coupons mit? Was? Bonbons? Coupons. Nee. Schlecht. Dann hättest du dir nämlich den Shop bauen können. Ja. Aber das bringt ja nichts. Ihnen reichen die Rohstoffe eh nicht. Ach Quatsch. Ich würde mir erstmal einen leichten Weg hier hochbauen. Den Shop, nicht den Schredder. Ja, aber hier. Ach so, stimmt. Zack. Der ist gar nicht mal so doof. Für ein Glück, er nicht hat, ne? Ganz. So. Wäre es lustig gewesen, wenn dafür die Ressourcen gefehlt hätten. Na. Ach, guck mal, hier wäre auch Sprengstoff. Das ist ja super. So. Teile. Ganz rechts. Denn? So. 100 Stahlrohre. Das ist ja super. Nehme ich gleich 2. 3. Was soll der Geiz? Willst du noch ein paar Supercomputer holen fürs Wrack? Was kosten die? Die dürften teurer sein. Ja, die sind teuer. Wahrscheinlich. Ne, kann ich noch nicht mal. Kannst nur so weit, wie du schon bist. Kann er nicht bauen, deswegen. Ach so, richtig. Ja. Noch nicht freigeschalten. So. Dann können wir erstmal den Signalisator hier wieder einsammeln. Boah, Katze, geh runter von der Tastatur. Das musste jetzt das ganze Internet hören. Unbedingt. Glaub, das ist ein allgemeines Problem mit den Katzen. Meine trampelt auch immer rum. Ja. So. Jetzt muss ich leider von. Boah, ich habe noch nicht mal Beton hier, ey. In den Maßen, wie es bräuchte. So, wo stelle ich die Kraftwerke? Dass ich hier der Meister. Mehr Glück als Verstand. Gut, dass ich Meister um die Ecke springen bin, ne? Meine Fresse. Das stimmt, ey. Das hast du echt perfektioniert. Meine Güte. Stell's doch da unten auf die Lichtung. Mehr Glück als Verstand in der Masse. Nee, nicht in die Lichtung. Wenn nämlich was Cooles. Ich glaube, ich baue hier einen Turm hoch und setze sie oben drauf. Du weißt schon, dass du das Wasser da hoch kriegen musst, ne? Ja, ich auch in Rohre bauen, ne? Ich fast genauso gut wie um die Ecke springen. So. Okay, dann hau ich es da hinten hin. Jemand Einwände? Nö, okay. Kannst du machen. Da hinten läuft so ein Wal. Hau ihn mit deinen Fäusten kaputt. Ich kann nichts mit meinen Fäusten kaputt hauen, Michi. Nicht. Warum kann man hier nichts equippen? Das ist ja doof.
So, jetzt habe ich ja ein Problem hier. Das muss ich jetzt mal raus. Dann schlag ihn mit Erde. Unbedingt. So, Holz wird auch erstmal ein bisschen ab. Wo ist meine Kettensäge? Oh, die habe ich sogar im Inventar. Und bewerf ihn mit Nüssen. Das geht echt nur mit festem Biotreibstoff. Ich kotze im Strahl. Ja, aber den kannst du jetzt umwandeln. Ja, ja. Deine Biomasse. Ja, ja. Dies ist klar. So, was brauche ich denn jetzt am wenigsten? Hier, den Scheiß. Mir geht es mehr darum, dass ich diesen blöden Schritt jetzt noch machen muss. Ring! Wie mich einfach in jedem Spiel der Sound von der Kettensäge nervt. Das hat sich bei Seven Days aber mal ganz anders angehört. Ja. Ich bin mal ganz fasziniert davon. Ja. Hast du Sprengstoff kurz dabei? Nope. Okay. Aber könnte ich, glaube ich, kaufen. Ja, kannst du. Und kein Platz für das abgebaute Holz. Ja, das ist ja egal. Ne, dann wird direkt ganz viel fallen. Aber ich bräuchte ein bisschen Holz. Kann man diese großen Bäume hier wegsprengen? Nein. Echt nicht? Ach, fick die Henne. Das wird ja interessant. Und wisst ihr, das viel größere Problem... Ach komm. Du musstest doch nicht am Strand bauen. Du hast doch da genug Platz. Naja, genug Platz ist relativ, ne? So, das viel größere Problem ist... Das. Dass ich hier lediglich 225... Beton habe. Das könnte ein bisschen eng werden. Du hast es eben so schön gesagt, das Wandern ist wessen Lust? Des Müllers Lust. Das ist tatsächlich ein Lied. Ich weiß. Ein Kinderlied. Wer kennt das denn bitte nicht? Jetzt mal ernsthaft. Also, dass du das gerade so betonen musst, Michi. Ja. Kinderlied ist übertrieben, aber halt ein sehr altes Lied. Ja. Ja, weil er gerade gefragt wurde, das Wandeln ist das Essen. So. Ja, das war sarkastisch gemeint. Achso, das habe ich nicht rausgehört. Ich bin nicht so empfänglich für Sarkasmus. Ach nicht? Das ist mir aber neu. Das war Sarkasmus. So. Dann wollen wir mal. So, dann habe ich natürlich nachher nicht genug Kabel mit. Das ist natürlich auch sehr doof. Du wirst nicht drum rumkommen. Ich komm da drum. Nein, ich laufe nicht zurück. Ums Verrecken nicht. Was du schon zweimal bist. Ach komm, halt die Fresse, Michi. Weißt du? So, unrein MK2 schaffst du 4 Generatoren. Wenn du sie nicht übertaktest. Was wolltest du gerade sagen? Wie bitte? Was wolltest du gerade sagen? Wer Freunde wie dich hat, braucht keine Feinde, wollte ich sagen. Weißt du, seitdem wir Survival Games spielen, ne, ist jeder Tag hier eine Survival-Einheit. Seitdem du mein Freund bist. Jeder macht mal Fehler. So. Wie viel sind es denn jetzt? 5? 5. 6 kriege ich mit einer vollen Ladung Dings hin, oder? Bist du mal rein? Unrein sind nur 4. Wenn du ja, übertaktest, das ist ja egal. Auf 120, dann schaffst du 8. Also wenn ich das hier schon... Ach, Autosave. Ja, wenn ich das hier schon mache, dann auch übertaktet mit volle Lotto und so. Dann kannst du 8 Stück bauen, dann will ich das aber auch tun. Ja, aber das brauchst du 3 Wasserkraftwerke. Nee, das ist ja Quatsch. 1 braucht 45. 300 durch 45 sind nicht 8. Was? Doch, 3 reicht. Was hast du jetzt da gerechnet, hä? 300 Kubikmeter durch 45 Kubikmeter Wasser. Du musst die, nur eine Pumpe am Anfang von der langen Leitung anschließen, eine ja, das, am Ende und die ja, das, dritte das, in der Mitte. Das könnte ich machen. So, aber jetzt brauche ich Kalk. Wieso kann ich das nicht aufheben? Weil ich zu viel Grünzeug habe, richtig? Richtig. So, haben wir hier irgendwo Kalk in der Nähe? Ja, weit war es nicht weg, glaube ich. Nee, so gar nicht. Grünland oder so. Alter. Na gut, 700 Meter geht noch. 700 Meter ist erträglich. Ich brauche hier aber auf jeden Fall dann einen Signalisator.
Zack. Damit ich hier auch wieder zurückfinde. Dann schreib wenigstens noch was dabei. Kann ich das? Ja. Ah, cool. So. Dann hole ich jetzt mal Kalkstein. Mach mal hier. 700 Meter durch die Hölle. Das wird super. Vor allem, was Platz in deinem Inventar? Vor allem, mein Weltraumlift ist doch gar nicht weit weg. Also das sieht so nah aus gerade. Ja, das sieht immer so nah aus. Ich kann mich jetzt auch nirgends mehr hochbauen, weil ich natürlich null Beton gerade noch dabei habe. Yo. Das sieht auch gut aus. Das war ein Spitzenplan, Markus. So machen wir das. Wenn du springst, kommst du nicht mehr hoch. Ach, echt? Daniel, danke. Du läufst gerade auf Giftgas zu. Captain Obvious. Ich wollte damit sagen, dass du links oder rechts nicht mehr hochkommst. Ach so. Dann nimm doch die andere Quelle, die fast genauso weit ist. What the fuck, ey? Die kommt auch nicht alleine. Ich hab's durch... Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich hab's durch das Bauding durchgesehen. Was macht der denn hier? Spätestens, ja, wenn er stirbt, muss er laufen. Nein! Ja, stimmt. Kann er wenigstens alles mitbringen. Alter! Ja, du meinst, wenn du die Organe liegen lässt, ne, dann spawnen die nicht nochmal. Ja, nein. Ich mach mir das Leben gerne schwer. Ja, hast du mir... Ich glaube, ich hab das auch schon Ja, aber. Ich glaub ihm das, wenn er das sagt. Hast du mir tatsächlich bei dem Fliegen beim letzten Mal erzählt? Ah, so, was sage ich? Die Uhr. Viertel nach elf. Hallo Frau. Moin. Hello again. So. Ich dachte, das wird öfter passieren. Okay. Wo haben wir denn jetzt den anderen Kalkstein? Blut. Oh Gott. Ich laufe jetzt mal wieder zu meinem Kraftwerk. Also irgendwie fehlt bei dem Stream die Facecam. Hä? Ach so. Ja, im Discord. Ja, im Discord fehlt die, das ist richtig. Also du kannst auf YouTube gehen, da siehst du sehr, da hast du aber ein Video-Delay. Ja, leider. Streamst du gerade zu dir auf YouTube? Ich stream gerade live auf YouTube, ja. Mit Verzögerung. Mit, ja, oh, da ja, kann ich leider nichts gegen tun. Ne, ne, das war kein Vorwurf von dich. Das ist ja leider System gegeben. 355, da komme ich doch garantiert nicht hin. Was ist hier? Das war das Uran-Ding, ne? Ach komm, fick doch die Henne, ey. Oh, hier hast du Beton. Ja, wow. Ja, besser als nix. Hast ja recht. Hast ja recht. So. Okay. Ich habe das Gefühl, ich laufe so weit, dass ich dir noch gleich zurückrennen könnte. Ja, schön, dass es da. Nicht. Schön, dass es da aufblinkt wie. Wow! Ich habe einen fetten Arsch gesehen. Nüsse. Gib mir Nüsse. 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 Danke. Hui! Oh, der will mich schon gar nicht mehr. Das ist ja lieb von ihm. Jetzt will er doch wieder. Jetzt hau mich ab. Ha! Wichser. So. Ragnar, hast du dir eigentlich schon mal Grounded angeguckt? Witzigerweise spielt das der Michi gerade. Der hat sich das heute gekauft. Finde ich auch ziemlich gut. Ja, und es ist ficke schön und einfach nur richtig, richtig geil. Hat das Koop-Multiplayer? Es hat einen Multiplayer, ja. Das ist ja schön. Ja, wenn mein Auto nicht schon wieder in die Werkstatt. Wenn mein Auto nicht schon wieder in die Werkstatt müsste, ne? Wäre ich ja dabei. Wow, der stinkt aber ganz schön, der Junge. Ja, das sind die ganz guten Spinnen. Ja, bin da dabei. Aber schön, dass du noch versuchst zu verhindern, dass ich sterbe. Ja, sonst brauchst du ja ewig bis zur Basis. Brauch ich doch so oder so. Wow!
Aber vielleicht geht's ja dann schneller. Vergiss die Nüsse. Was? Nüsse. Ja, so. Der ist, glaube ich, hoffentlich tot. So. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich irgendwie zurückkomme. Und ich habe tatsächlich gerade keine Ahnung. Ich habe mich total verfranst. Also ich habe es ganz schwer, die Orientierung zu halten. Ja. Wenn man hier so zuschaut. Ich auch. Ich laufe jetzt einfach straight in eine Richtung. Ja, du läufst, glaube ich, ziemlich richtig. Bei hier müsste gleich irgendwann rechts das Uran kommen. Ja. Jetzt müsste doch hier gleich irgendwo mal so ein Bau runtergehen. Ja, runter geht's ja auch irgendwie. Ah! Dun, 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 dun. Super, Ragnar. Ich glaube, da ist der Ragnar schon ein paar Mal gestorben. Nee, gar nicht so oft. So. Wir sind es zweimal, weil da liegen zweimal die Stelzen. Nee, da bin ich schon früher gestorben. Weit früher. So. Aber die würde ich mitnehmen zur Basis. Ja. Deswegen. Dass du noch ein paar Mal sterben kannst. So, was kann ich denn noch hier lassen? Guck mal, das kann ich doch erstmal noch alles hier lassen. Jetzt kann ich nachher, was ist das hier? Nee, die nehme ich mit. Die werden eingelagert. Scheiß auf Blumen. Auf eine der Kisten, die er niemals wiederfindet. Ja doch, das ist ja der einzige Weg hier hoch. Beziehungsweise, oh Gott. Ist das Kupfer? Das ist ja doll. So, da hinten sind meine Kraftwerke. Es ist ja schön, dass ich die sehe. Da ist der See. Komme ich hier nicht irgendwie runter? Mit 38 Beton? Und ein bisschen, ein ganz klein bisschen. Das war's. Hm. Puh. Sieht hoch aus, ne? Ja, ja. Das ist total easy. Du springst da runter, spawnst an der Base, holst dir alles, was du brauchst, läufst zurück, holst die Kiste, baust dich da hoch. Aber dann sind meine Stelzen immer noch nicht wieder da. Aber du hast noch einmal Stelzen in deiner Basis, also lass dich fallen. Ihr seid so eine elende Cheatbande. Mach das, du verlierst doch nichts. Ich sterbe einfach nicht gerne, weißt du? nur mal einfach so, ich sterbe nicht so gerne. So, ich glaube, mit dem bisschen reicht das schon, um zu überleben. Tot. Ah, nee, pass auf. Oh, jetzt hat er was gesehen. Und no clipping. Oh. Schade. Nein. Scheiße. Aber ich überleb's. Ha! Ihr Ficker. Gott, bin ich gut. Meine Fresse. Woo! Oh, ich wollte gerade eine Karte aufmachen, aber ich habe noch keine Karte. Verdammte Scheiße. Huh, manchmal bin ich beeindruckt von mir selber. Ist das gut? Hast du gerade einen Signalisator gesetzt, damit du weißt, wo es wieder hochgeht? Nein, habe ich nicht. Ich mag die Herausforderung. Aber... Ja, ja. Du bist manchmal auch ein Fuchs, ne? Nicht so schlau, aber richtig. Ja. Was? Zugang zur Hölle. Hellgate oder was? Hellsgate. Ja. Ragnar, guck mal. Jetzt hab ich den Scheiß nochmal wieder aufgehoben. Ich soll auf mein Handy gucken. Ich weiß nicht mal, wo mein Handy ist. So. Was ist denn los, mein lieber Michi, wenn du mir schon schreibst? Was soll der Rest nicht mitbekommen? Auf meinem Handy steht nichts. Steht nichts? Das nee. Ist schlecht. Bidubudubub. Jetzt steht was da. Nee, immer noch nicht. Aber egal, ich laufe jetzt nach Hause. So. Tü-tü-tü-tü-tü. Ist es denn sehr wichtig, Michi? Vielleicht für deine Community. Vielleicht. Oh, ein gelbes Schneckchen. Ach komm, Ragnar, dann schaffst du. Spring da runter. Ja, sicher. Remote Ragnar springt. Ach komm, fickt euch! Ich hasse euch. Daniel hat gesagt, mit Anlauf. Ja klar, mit Anlauf, sonst kommt er nicht hin. Toter Ragnar! Nein, auf keinen Fall. Und doch. Aber ist das zu steil? Nee. Nicht dein Ernst, oder? Ihr Ficker. Der springt an den Pickeln hoch. Wahnsinn. Nicht schlecht. Ja, aber da muss er erstmal runterkommen, Junge. Ja, das ist ja kein Ding. Runterkommen ist, glaube ich, also runterkommen sie immer.
Oder der große Bruder von dem hier. Wow, 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 das ist so ein Scheiß, ey! Er hat überlebt! Ich bin so fucking unsterblich. Ey, das ist nicht normal. Ach, schön, wenn alle den Tod fordern und man ihm immer wieder von der Schippe springt. Aber da komme ich doch nie im Leben wieder hoch. Scheiße, nur eins. Vielleicht solltest du jetzt mal auf dein Handy gucken. Ach ja, ich gucke ja auf mein Handy. So. Hast du denn schon irgendwas Sinnvolles gemacht, Ragnar? Guck mal auf Steam. Was soll ich denn auf Steam gucken? Ach so. Moment mal. Nee, ich habe heute noch nichts Sinnvolles gebaut. Ich muss mal gerade was gucken. Ich glaube, ich habe gerade was bekommen. Nö, habe ich nicht. Ein neues Geschenk. Oh, das packe ich jetzt live aus. Ich habe ein Geschenk bekommen. Guckt mal. Es sieht aber keiner. Das ist ja super cool. Hab dich lieb, Diggi, sagt er. Du hast Grounded-Geschenke. Ja, von Michi. Dankeschön, Michi. Das ist aber lieb von dir. Immer gerne, immer gerne. Das wird das nächste Let's Play. Ja, anscheinend. Aber nicht jetzt spielen. Magst du Spinnen, Ragnar? Ich habe auf jeden Fall kein Problem damit. Du hast auch Milliarden im Garten davon. Ja. Und die bauen richtig geil große Netze. Fick die Henne, ey. Ich sag dir das. Das müsstet ihr mal sehen, das glaubt ihr gar nicht. Bin gerade am Essen. Ach ja. Oh Mann, ich lebe noch. Ist das geil. Es ist so schön, am Leben zu sein. Das war gerade so knapp, ey. Ach komm. Da war noch fast ein Hundertstel Kästchen übrig. Das war das Bertholdsche Glück. Ja, genau. In meinem Leben von Glück sprechen, Michi, ne? Habe ich dir nicht vorhin erzählt, dass man heute Auto schon wieder in die Werkstatt muss? Ja, aber du hast nicht gesagt, warum. Ist mir wieder eingefallen. Radlager. Ach du Scheiße. Ja. Bei meinem Auto ist ein Tag, nachdem ich es über den TÜV gebracht habe, die Kupplung kaputt. Die was? Die Kupplung? Einen Tag, nachdem ich ihn in den TÜV gebracht habe, ja. Das ist doch gar nichts. Das ist gar nichts. Nachdem ich mein Auto 8 Jahre lang im kleinsten Raten abgezahlt habe, genau am selben Tag, wo ich den Brief von der Bank bekomme, dass das Auto mir gehört, hat mir ein Marder meine ganze scheiß Wasserpumpe zerlegt. Alter. Auch gut. Dum, dum, dum. Also, ja, also genau ich habe mein Auto gekauft, bin vom Hof gefahren. Ja. Dann hat mir mein neues Auto angezeigt, Kühlwasser auffüllen. Da habe ich gedacht, mache ich. Haben sie vielleicht irgendwie nicht drauf geachtet. Und dann ist mir auf der Autobahn die Wasserpumpe in die Ohren geflogen. Ich bin, kann man nur so viel Pech haben. Ich bin 30 Kilometer mit dem Auto gefahren, da wurde es das erste Mal abgeschleppt. So, dann hieß... Hat man das nicht erst, wo er das Bild gepostet hat? Mit dem Peugeot? Ja. Nee, das war ja... Da rede ich ja jetzt von meinem Passat. Nicht von dem Peugeot. Das war tatsächlich, das neue Auto hatte ja auch Fehler. Das war irgendein blöder Maler oder sowas, der sich dachte, Nüsse und Beeren im Luftfilter verstecken wäre eine geile Idee. Geil. wir hatten schon Brötchen und alles im Auto. Also ja. Vorne. So, was brauche ich denn? Was brauche ich denn jetzt alles? Ich brauche in jedem Fall meiner Mark 2. Also genau, Eisenrohre, die hatte ich gekauft. Ich werde aber noch ein paar Kabel mitnehmen. Mobile, meine hast du oben gelassen? Ja, meine ich. Ja, ja, hast du. Das war... Da. Dann nehme ich ein paar mehr von mit. Stahl habe ich auch oben gelassen. Dann... Hast du eigentlich deine Stromversorgung mittlerweile verbessert? Ja, sind wir gerade dran vorbeigelaufen. Hast du das nicht gesehen? Habe ich nicht drauf geachtet, sorry. Zeige ich dir gleich nochmal. Moment. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Noch irgendwelchen unnützen Kram. Das ist unnütz. Mal kurz eine kleine Außerirdische. Gönn dir. Die Schnecken kannst du ja doch da lassen oder willst du übertragen? Die lasse ich auch gleich da, ja. Bisschen Sprengstoff sollte ich vielleicht noch mitnehmen, ne? Ja. Wenn wir schon mal hier sind. Das können wir auch hier lassen. Das auch. Die Stelzen kannst du da lassen. Ja, ja, dafür muss ich aber eh nochmal nach oben. Was brauche ich denn jetzt von hier unten noch? Brauche ich Kabel? Aus irgendeinem dämlichen Grund? Ich brauche Kupferblech für die Rohre. Das habe ich schon drin. Ich brauche Pumpen, Rotoren brauche ich mehr. So.
Schwere Eisenplatten, Stahl, achso, Eisenstangen, ja. Moment, ja, erstmal. Und ummandelter Beton, was da die? Moment, Stahlbeton. Stahlbeton, ja. Habe ich 200 dabei. Kann ich nochmal 100 einpacken. Schwere Eisenplatten auf jeden Fall auch nochmal ein paar. Dann machen wir den Stack hier auch noch voll. Da habe ich echt wenig von, ey. Meine Fresse. Wie viel Kupfer habe ich dabei? 100. Ja, im Leben nicht. Reicht nicht. Nochmal 2. Beton habe ich jetzt. Ja, damit soll ich hinkommen. Kupferdraht für die Masten. Nehmen wir auch einmal mit. Und dann sieht das doch ganz gut aus, oder? So. Komme ich mit den Kabeln bis nach Hause? Wird eng, ne? Ja, du kannst ja nochmal sterben gehen. Nein, den Gefallen werde ich dir einfach nicht tun. So. Aber sag mal, du kannst mir erzählen, wie es gelaufen ist, ob du gestorben bist, denn ich werde mich jetzt verabscheuen. Was? Aber warum? War, ja, weil ich ein kleines Hüngerchen verspüre und mir dann einen Film einziehe. Ja, weißt du, ich hab dir so schön Bescheid gesagt. So, toll, ich habe den falschen Eingang genommen. Michi, ich danke dir trotzdem fürs Zugucken. Schön, dass du da warst. Immer wieder gerne. Vielen lieben Dank nochmal für Grounded. Das müssen wir wahrscheinlich dann morgen Abend ausprobieren. Das wird morgen Abend leider nichts. Auch das aber noch? Nee, das können wir aber mal die Woche machen. Ja, also Spätschicht? Nicht ein Frühschicht. Ja, also werden wir das die Woche wohl doch nicht machen. Dann solltest du mal einfach nach früher nach Hause kommen. Ja, wäre eine Idee. So, wie dem auch sei. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst und mach dir noch einen schönen Abend. Reingehauen. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben. Das Stahlbeton-Rezept lächelt mich irgendwie an. Brauchst du nie mehr das Zeug. Echt? Ich würde den Rest ja gleich mit Gummi nehmen. Also, ja, weil zu Stahlbeton, den brauchst du nur am Anfang einmal, aber dann nimmer. Okay, na gut, dann nimm den Gummi. Ich glaube euch einfach also, mal. Ja, da reicht es, was du hast. Du hast Container voll. Ja, stimmt auch wieder. Ich habe sogar hast sehr du viel Stahl. Eisenschrauben mittlerweile? Nee, die habe ich immer noch nicht wieder. Die gibt mir das Spiel wahrscheinlich auch nicht wieder. Ja, dafür habe ich so viele Festplatten geholt, ey. Ja, habe ich auch versucht. Lief nicht ganz so gut. So, weswegen waren wir jetzt hier? Ach ja, die Stelzen wieder wegbringen. Wieso habe ich eigentlich nur 2? Ich hatte doch viel mehr. Du hast, glaube ich, noch welche oben gelassen, oder? Echt? Eine hast du an, eine müsste noch in der Kiste oben, glaube ich. Mist, dann habe ich mich verguckt. Sprengstoff wollte ich holen, genau. Ich bin aber auch mal raus. Du bist auch mal raus? Alles klar, mach dir noch einen schönen Abend. Bis denn. Tschüss. Ciao. So, muss ich herstellen den Scheiß, ne? Die Bomben. Baust du die noch nicht? Nö. Ich habe bisher noch keinen Grund gesehen gehabt. Also so oft brauche ich. Ja, das habe ich bei der Munition zum Beispiel auch gedacht. Ja, die Munition will ich irgendwann herstellen. Ja. Aber Bomben halt nicht zwangsweise. Ja, mit den Bomben sprenge ich mir halt meine Wege jetzt halt, ne? Kettensäge ist out. Ach so, kannst damit auch Bäume fällen? Das ist natürlich schön. Ja, ja. Das ist natürlich schön. Bäume, Steine, alles. So. Dann habe ich ein bisschen was zum Sprengen. Fehlt noch irgendwas? Also Stahl brauche ich jetzt wieder. Wupp. Tü-tü-tü. Da wollte ich Lucifer doch eigentlich noch die Energie zeigen. Na gut, muss ich sie später angucken. So. Nun bin ich eh voll. Ich hoffe, damit komme ich aus. Moment, ich habe das Gefühl, die Rahmen könnte zu wenig sein. Für irgendwas brauchte ich die doch. Für die Pumpenglow? Kann das sein? Wo waren die denn? Produktion. Nee.
Nee. Für irgendwas brauchte ich die doch. Ja, da habe ich nur einen. Jo. Keine Ahnung. Werde ich wohl nochmal laufen müssen im Zweifelsfall. So, ich muss mir hier dringend noch einen Eingang hinbauen, damit ich hier nochmal einen Weg nach hinten zu meinen Kraftwerken machen kann. So. Zack. Ja, der Michi war übrigens der, dem ich auch den Rechner zusammengebaut habe und das Video dazu gemacht habe. Den No-Budget-PC. Ah. Ich glaube, er ist mir immer noch ein bisschen dankbar. Deswegen kriege ich jetzt, immer mal wieder so ein Spielchen geschenkt. Langfristig angelegtes Geld, so wird's gemacht. So, jetzt aber ganz schön leise geworden hier. Kaum bin ich nicht mehr die ganze Zeit am Sterben, werdet ihr ruhig, oder was? Wir schauen uns das an, genießen und schweigen. Ja, ja, wir haben nur noch eine halbe Stunde. Fällt mir gerade mal so auf. Oh, cool. Ja. Counter-Strike los. Krass, wie schnell 2 Stunden rum sind, oder? Ja. Und wir haben echt zeitig angefangen. Gut, wir haben ein bisschen verkleckert mit dem Mikrofonproblem. Aber okay. Tschu. Und plopp. So. Wisst ihr eigentlich, dass das ein Riesenaufriss ist für 6 blöde Kraftwerke? Nein. Nein? Ach so, ich dachte. Also in deinem Spielfortschritt wäre Benzin schon sinnvoll. Die ganzen Kraftwerke brauchst du nie mehr. Ja, aber ich kann halt noch kein Benzin. Ja. Das könnte sich als Problem herausstellen, oder? Außerdem wäre das mit Benzin nur halb so witzig gewesen im Lila Wald. Das stimmt allerdings. So, wo ist denn mein Signalisator hin? Kraftwerke der Hölle, Signalisator. Wo ist der hin? Das ist mein Damm. Aber trotzdem, ich bild mir ein, wenn du das Öl hast, hast du Benzin auch. Nee, die kommen erst später, die Turbogeneratoren. Ne, also ansonsten, ich kann's dir... Mit der nächsten Tierstufe dann. Genau. Ich muss die hier erst fertig machen und den. Ja, ja. Das ist tatsächlich noch ein ganz schön weiter Weg bis dahin. Und ich habe ja auch noch keine Züge. Die kommen, glaube ich, auch erst im nächsten Tier. Ja. Was mich ganz schön anfrisst, ehrlicherweise. Wo? So. Ach komm schon. Ich bin doch hier schon wieder falsch. Jetzt finde ich doch nie wieder da hoch, wo ich vorhin war, oder was? Ah, doch, bestimmt. Also eigentlich hast du ja einen Signalisator gestellt. Ja, eigentlich. Aber eigentlich ist eigentlich so eine Hölle. Genau. Hell's Gate, weißt aber... Auf jeden Fall Kraftwerke der Hölle hast du schon mal. Ne, Kraftwerke der Hölle habe ich. Das heißt, grob die Richtung kenne ich, aber das reicht ja hinten und vorne nicht. So, hier bin ich ja mal grundlegend falsch. Ich muss ja irgendwie da hoch. Wie bin ich denn hingekommen? Ich habe doch gesagt, bau dir einen Weg da runter. Du musst ja doch öfters hoch. Ja, aber... Kein Beton. Ich hatte da ein kleines Problemchen zwischenzeitlich. So, das gibt's ja wohl gar nicht. Wie bin ich denn da hingekommen? Ich bin auf jeden Fall weit gestürzt, das weiß ich noch. Aber von wo bin ich weit gestürzt? So, ich bin hier auch runtergekommen. Ja, und du bist hier auch das erste Mal hochgelaufen, das war schon richtig. Und da hinten sehe ich doch schon mal was. Guck mal da. Ach, guck mal. Das war ja... Da waren die Bäume im Weg, ne? Aber das ist nicht Hell's Gate, ne? Hell's Gate war, glaube ich, woanders. Ja, das ist woanders. Da muss ich dann weiter nach rechts. Da bin ich ja auch so halb gestorben beim letzten Mal. Oh. Nee. Ich bin eh schon zu geschissen mit den Dingern. Ach komm, das ist doch scheiße. Komm. So. So. Das hat auch schon mal geklappt. So, jetzt müssen wir nur noch diese blöden Signalisatoren wiederfinden.
Irgendeine Landmarke wäre ja erstmal geil, aber irgendwie sehe ich da auch keine. Da ist eine Schnecke. Die ich gerade nicht aufheben kann, weil mein Inventar voll ist. Scheiße, noch eins. So, und jetzt... Ah, guck mal da. Hier komme ich auf jeden Fall hoch. Muss erstmal einen Anfang. Und dann muss... So, dann... Gute Nacht. Was? Selber gute Nacht? Nein, nicht ihr. Hat sich die Frau jetzt die Burger reingeschoben und, Richtig. Geht jetzt pennen. So, auf der anderen Seite von dem hier, weil du läufst gerade schon wieder aufs Giftgas zu und bist schon wieder mittendrin. Ja. Aber? Da geht's zum Höllentor. Weiter. Ja. Da. Ja. Ich hab das so drauf, ey. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr ich das drauf habe. So, langsam gehen mir die Nüsse aus. So. Kraftwerke der Hölle. Da haben wir sie. Und sie werden noch fertig. Wie lange habe ich noch? Ja, muss ich ein bisschen hinmachen, ne? Vielleicht. Aber das schaffen wir. Ach, wo hängst du denn jetzt schon wieder? Alter! Ey. Woran? Warum ist denn das so buggy, ey? Bin ich schon wieder in einem... Da steht ein unsichtbarer Baum. Ja. Yep. Krass. Alter, wie es mich nervt, ne? So. Auf zu den Kraftwerken. Irgendwie muss du ich hier... Du findest auch jeden unsichtbaren Baum hier. Ja, also... Als Bug-Reporter wäre ich großartig, oder? Ja. Also jetzt mal ohne Scheiß. Wahrscheinlich, weil jeder andere außer dir den lila Wald meidet. Ja, wahrscheinlich. Ne? Und hier ist das auch schon wieder. Ja. Meine Fresse. Also ich hoffe, der Stream kommt bei den Entwicklern an. Da können sie eine Menge rausziehen. Mensch, sind doch alle abgehauen, ne? Wir sind nur noch zu zweit. Ja. Der harte Kern. Ja, nochmal. Ja, siehst du, habe ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Ich bin ja jetzt offiziell Partner der deutschen Satisfactory Community. Und da wollte ich mich eigentlich onstage noch bei Kai bedanken. Oh, ich das weiß von nichts. Das verantwortliche ist Janni. Ja, aber du bist ja... in der Werbeaktion ganz groß mit dabei gewesen. So. Aber nichtsdestotrotz. So und so. So und 8 kriege ich mit einer Quelle, ja? Mit einem Kohledings. Sagtet müsste. Ihr. Müsste. Wo ist die jetzt hin? Da oben. Ach komm schon. Ach komm schon, das war wieder so ein Riesenumweg hier. Also 8 schaffst du nur, wenn du den auf 120 hochtaktest. Ja, das wäre nicht das Problem. Viel größeres Problem ist, dass ich die Dings vergessen habe. Die was? Die Miner mitzunehmen. Dumm, dumm, dumm. Die sind noch in der Kiste. Ja, und die Kiste steht wo? Beim Hellsgate. Richtig. Das jetzt irgendwo da hinten ist. Ja. Das ist schade. Ein bisschen. Schaffen wir meist mal ein bisschen Platz. Und dann machen wir halt nochmal diese verfluchten... Ach, das... Kann ich hier nicht bauen. Ja. Zack. Jetzt hast du gleich ich hab die gleiche dahin gebaut. Super gut, Markus. Grandios. So. Bauen wir davon nochmal 2. Ach, Mann, ey. Habe ich wenigstens noch 2 Ü, ist ja auch schön. Ist aber auch ein bescheuertes System mit diesen Minern. Finde ich tatsächlich sehr nervig. So, wo ist jetzt die Kohle? Pling. Da. Erinnert mich an die 2 Eisenplatten, die da liegen. Ja, ja. So, Miner Mark 2. Dann muss das irgendwie... Dich reisen wir nochmal ab. Und
gucken, dass wir dich ein bisschen ausrichten nach hier. Und wieso habe ich jetzt keinen Stahl dabei? Weil das auch noch beim Hell's Gate liegt. Scheiße! Mann, ey! Jetzt renne ich hier nochmal durch die Gegend. Na gut. Naja, bei 120 die Minute weiß ich nicht, ob du MK3-Bänder brauchst. Ja, aber Mark 1 wird halt auch nicht reichen, ne? Das, du hast keine Stahlplatten dabei, ne? Ja, doch. Eisenplatten, ich hab... ja, doch, das könnte. Das Mark 2 verstärken. Ja, ja, ich weiß. Aber ich hole lieber Beton, weil Beton habe ich wesentlich mehr als diese versteckten Eisenplatten. Wesentlich, ja. Wesentlich mehr. So, dann kommt die jetzt erstmal hier so. Zack. Schmeißen wir ein bisschen was ab. So, halt die Signalisatoren, nehme mit. Und dann stelle ich mir nämlich beim Hell's Gate gleich wieder was hin. Wenn ich es denn finde. Ich habe so das Gefühl, ich finde das nicht wieder. So. Ich habe auch bin vorhin auch nicht auf die Idee gekommen, da nochmal einen Signalisator zu setzen, ne? Irgendwie nicht so, ne? Was ist das denn hier? Giftgas. Das ist ja irre. Achso. Das ist der. Der Übergang, ja. Nee, das ist hier von kalt zu warm, weißt du? Ach so, ja, ganz klar. Ganz klar. So. Habt ihr noch halbwegs Orientierung und wisst, wo ich lang muss? Nö. Da, wo ganz viele Signalisatoren sind. Ja, ungefähr. Aber ich glaube nicht, dass ich hier zu meiner Kiste komme, oder? Nee, aber wenn du jetzt nach rechts gehst, müsste es eigentlich passen. Ach so, ja, stimmt. Hier warst du schon. Du ja. Gehst runter zum Uran. Genau, und dann komme ich zur Kiste. Sehr schön. Langsam läuft es mit der Ecke. Genau, hier durch. Hier hast du eben in einen Tierhintern geguckt. Genau. Dann ist hier der glitschige Felsen, genau. Das eigentlich Wasser ist. Ach so? Ja, da, nee, da war noch Wasser gerade. Ach so. Was eigentlich keins war zu Beginn, wo du reingesprungen bist. Echt? Ja, ja. Was liegt denn hier auf dem Boden? Hä? Nee, hinter dir. Da war noch eine Note auf dem Boden. Was ist das? War es das Bauxit? Hier war eine. Hinter das, dir? Ja, da? Wahrscheinlich. Hinter ach, dir. Ich sehe was geglitzert. Ich sehe hier keine Not. Ich sehe eine Höhle, aber keine Not. Ja, das ist die wahrscheinlich jetzt auch unsichtbar. So wie alles in diesem Stream. Da ist Uran, das wollen wir nicht. Und jetzt kicken wir mal, wo hier der Weg runter ist. Wo ist denn das Giftgas? Riech mal kurz um. Nee, hier müsste jetzt der Weg runter sein irgendwo. Stimmt, du läufst gerade das Giftgas zu. So. Da. Hast du genug Beton dabei? Bau bitte einen Turm, der ganz nach oben geht, damit man sieht, wo du hin musst. Das ist eine gute Idee. Ich könnte doch einfach einen Aussichtsturm bauen, oder? Na komm. Ach komm, ehrlich. Ich nehme einfach die hier. So, und beim Runterfallen sterbe ich jetzt wahrscheinlich. So. Wenn du jetzt einen Radarturm hättest, wäre das richtig geil, wenn du den hättest du oben drauf setzen können. Ja, das wäre echt schön. So, aber ich glaube, das bringt überhaupt nichts, weil ich durch die Bäume eh nicht vernünftig durchgucken kann. Ich setze hier einfach wieder einen Signalisator und dann ist gut. So, plock. Und das ist dann... Gib dir mal eine Farbe bitte gleich. Hell's Hill. Genau. Dann kannst du es wenigstens erkennen, wenn du da mehrere Signalisatoren hast, die da übereinander überlappen. Das wusste ich gar nicht, dass man das machen kann. Total gut. So. Hast du die Farbe angenommen? Du nein. Musst auf Annehmen klicken. Ach, echt jetzt? Ja. Ist das umständlich gemacht? Und vielleicht ein bisschen heller. Yes. So,
Jetzt will ich meinen Stahl wieder haben. Und die will ich auch. Und die. Und Kupfer habe ich dabei. Ja. Gut. So. Kraftwerke der Hölle. Hell's Power Plant klingt aber auch einfach nicht gut. Nee, irgendwie nicht so. Gibt es ein anderes Wort, englisches Wort für... Hier leuchtet jetzt echt, aber es funkelt hier. Kohle, rein! Alter! Sag ich doch. Das ist doch... Mann! Mit reiner Kohle im K2 kannst du übrigens 16 Generatoren. Ja. By the way. Ja. Ach, ja, jetzt hast Scheiße. Halt die ja, achso, die... du hast keine Schnecken dabei, ne? Nee. Zumindest hier Energiegedönskerne. Nee. Ja, die wirst du noch brauchen. Ja, dann werden wir uns hier auf die Suche machen müssen, in einer der folgenden Folgen. Schön. Ne, weil ich habe leise Zweifel, dass ich in den nächsten 12 Minuten nicht eine gesamte Kohlestrecke aufgebaut kriege. Zumindest nicht, wenn ich hier noch 5-mal hin und her renne. Obwohl, wenn ich mich ranhalte, oder? Könnte doch was. Ja, könnte doch. So, 6. Das kriegen wir hin. So. Na. Dahin und dahin, von da nach da. 12 Minuten, das ist eine amtliche Ansage, aber ich versuche das einfach mal. Hä? Ach scheiße. So wird es natürlich nichts. Ich hätte vielleicht auch Splitter nehmen sollen, wa? Was hast du genommen, Fusionatoren? Ja, natürlich. Dim, dim, dim. So viel dazu. So, jetzt war es das schon. Rekordversuch abgebrochen. Keine Chance mehr. So. Nochmal bitte den ersten ein bisschen genauer ausrichten. So. 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 Und komm, na, gehen wir mal ein bisschen rüber. So, Ragnar, mach hin. Sonst wird das nix. Das wäre auch mal ein Spiel hier, auf Zeit bauen. Stimmt, das hatten Daniel... Das machen wir dann in Folge 100. Nee, aber Daniel und ich hatten das tatsächlich mal überlegt, dass wir da einen Contest machen. Speed bauen. Mhm. Wer am meisten ja. Dings hier herstellt, in einer gewissen Zeiteinheit, hat gewonnen. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall noch eine schöne neue Strecke bauen. Was hattest du gerade, Daniel? Machen wir so einen Gedankensprung, ne? Ja. Ach komm. Fucking ernst, ey. Aber Daniel, das nächste Mal bauen wir so eine Factory Card Strecke. Factory Card? Ach, stimmt, nee, ja. Nee, schon eine große. Das soll sich ja lohnen. Ja, ja, eine große Strecke, aber mit den kleinen Karts. Genau. Ja. Das müssen wir halt nur alles fundamentieren, weil die bewegen sich im Gelände nämlich gar nicht. Ja, sehr gut. So, dann brauchen wir die hier. Hat keiner gesagt, dass es hübsch sein muss, oder? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon? Also krumm und schief soll es jetzt auch nicht sein. Sollte das senkrecht? Ja. Okay. Tatsächlich ja. Ist da nicht aus Band? Nee. Deswegen ist es ja senkrecht. Ich mach's immer schief. Schließt du das oben an oder unten? Oben. Ah, okay. So, Quatsch. Jetzt nehme ich einfach und dann geht's sauber über die Wände rüber. Mache ich eigentlich so ziemlich immer so. So. Und das sieht ja ganz gut aus. So, jetzt brauchen wir noch Wasser. Minimum 3 Pumpen.
Na, noch 9 Minuten, das schaffe ich. 1. Ja, zumindest bis es steht. Laufen wird es dann noch nicht. 2. Ach komm, das passt jetzt. Ja, sehr schön. Das passt. Na komm. So. Eigentlich kann ich dir... Ja, das müsste doch... Moment. Die kannst du daran anschließen. Eigentlich kann ich die hier direkt dran ballern. Du gehst daran. Du gehst daran. Und du gehst daran. Das sieht gar nicht mal so scheiße aus. Nee. So, jetzt brauchen die nur ein bisschen Strom. Wieso laufen die eigentlich? Die haben doch gar keinen Strom. Hä? Ah, doch eine Mod, hä? Was ist das denn jetzt? Wie können die denn laufen? Ja, die laufen. Gibt's doch gar nicht. Ist das geil, neuen Bug gefunden. Hä? Moment. Also ja, es laufen tatsächlich noch ein paar Mods im Hintergrund, die ich nicht ausgemacht hatte. Deswegen ist ja hier auch noch dieser Flex-Mod-Kram. Ja. Ist da irgendwie einer bei, der das macht? Ja, gibt da einen. Wenn du die Mods noch hast, die wir benutzen mussten für die Rennstrecke, dann ja, ist auch einer dabei. Okay, dann liegt es doch. Mod doch gar nicht. Wireless Power haben wir benutzt für die Rennstrecke. Ganz aber sicher. Der hier läuft. Ach, der läuft nicht wegen Dings hier. Weil das war wegen der Lampen. Hatten wir das benutzt. Ja, das empfinde ich jetzt als Cheaten, das geht nicht. Moment. Der hier braucht wie viel? Das mache ich vernünftig, das nervt mich sonst. Der braucht. Na? 12 Megawatt. 12 Megawatt. Das ist ja nix. So, Strom. Und die brauchen da unten, glaube ich, 20 pro Stück, ne? Das heißt, ich brauche 3 Biomassebrenner. Um das einmal ans Rennen zu kriegen. Holz. Ja, von mir aus der scheiß Kraftstoff. Und hier noch mehr Holz. Und die kommen jetzt auch an Strom. Wieso ist da nicht das, was da sein sollte? Das soll da sein. So, hierhin, 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 dahin. 1. Ach scheiße, das reicht immer noch nicht. 2. Und 3. So, jetzt hätten alle theoretisch Strom, alle könnten anlaufen. Jetzt brauchen wir nur noch Kohle. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie rüberkommen. Bauen noch schnell eine kleine Rampe oder so. Nö, Moment. Müsste eigentlich reichen. Das könnte klappen, ja. Bis hier vorne zumindest mal, ja. So. Ja, so kommt's auch mal. Schön hoch. Und dann sollte das gehen. Wer klöppelt denn da so am Mikrofon rum? Kai. Mir ist das gerade ein wenig verrutscht. Achso. Oh ja. Zack. Diese blöde Giftblume, kann ich die sprengen? Ja. Ist auch das einzige, wie du so wegkriegst. Na denn? Aber ich versuch's mal mit der Kettensäge. Ich hab echt den Zünder nicht mitgenommen. Ist doch nicht wahr. Hast du noch Treibstoff? Nee. Nee, schade. Ich hab den scheiß Zünder nicht mitgenommen. Fick die Hände. Und der war doch auch so kompliziert zu produzieren, oder nicht? Da brauchte man noch so ewig viel Scheiße für.
So, daran. Und dann kriegen die hier. Muss hier unten noch Dings hinstellen. Weil du musst ja deine Biomasse-Generatoren da oben wieder abreißen, ja. Deaktivieren. Das ist ja nicht schlimm. Weißt du, dass die Strommasten einer vorne hinsetzt, habe ich auch noch nicht gesehen. Wieso denn nicht? Ja, weil die Anschlüsse hinten sind. Ach so. So meinst du das? Ja, ist ja nicht schlimm. Ist das noch nie aufgefallen? Mach ich immer so tatsächlich. So, damit sind alle dran. Hier kommt noch ein Mast rüber. Das kommt weg. Das kommt weg. Und wo ist das letzte? Da. Und dann kriegt der Strom. Der Strom. Der Strom. Und BÄM! 3 Minuten Zeit übrig. Von wegen, das wird nichts. Und wie das was wird. Das einzige Problem ist, dass ich jetzt natürlich keine Schnecken da habe, um den Miner zu übertakten. Das ist äußerst ärgerlich. Hast du noch 3 Minuten im Roten Wald, gibt's genug Schnecken? Nur eine finden wir in Anfang. Gucken wir mal. Hast du alle mitgenommen aus der Kiste vom Hellsgate? Ja, ich glaube, ich habe alle in der Base gelassen, oder? Habe ich noch irgendwie eine da? Nee. Ich habe alle zu Hause gelassen, clever wie ich war. Aber ich glaube, das wird heute nichts mehr. Das wird was für die nächste Folge. Jo. Kannst ja auch 2 Minuten eher Schicht machen. Ja. Davon mal ganz abgesehen. Wir können ja noch ein bisschen lustig quatschen. So ist er nicht. So, die können jetzt weg. Das ist jetzt ein selbsterhaltendes System. Aber der Miner braucht trotzdem Strom, ne? Ja. Ich glaube, das würde helfen. Klick. So. Soll er kriegen. So, wie dem auch sei, ihr Lieben. Danke euch, dass ihr dabei wart. Ich danke den Leuten, die das jetzt erst später gucken, dass sie es sich angeguckt haben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Habt mich gerne sterben sehen. Ich bin irritiert. Ist das eine Schnecke? Sorry. Ich wollte eigentlich Schluss machen, aber das sieht so nach Schnecke aus. Ja! Das ist eine vermaledeite Schnecke. Oh, sogar eine gelbe. Da kriegst du 3 Stück raus, die du brauchst. Das ist ja, also... von Fortuna geküsst. Zumindest einmal. So. So viel zum Thema Abschlussrede. Ja, so viel zum Thema Abschlussrede. Das muss jetzt noch gemacht werden. So viel Zeit muss sein. Ja. So, wo habe ich die beiden Werkbänke? Da hinten. Zack. Und jetzt fehlen mir die Materialien, um die blöden Schnecken zum Dings zu machen. Batterien. Falsche. Da brauchst du nur die Schnecken in der anderen Werkbank. Falsche Werkbank, genau. Ja. Jupp, da sind sie. 2 krieg ich nur da raus. Naja. Ist ja ein Anfang, ne? Wie viel du kommst aber auf 200%. Jo. Das reicht. Mehr brauchst du gar nicht. 250% brauchst du nicht. Na, siehst du wohl. Zack und zack und läuft. Und jetzt hast du genau ausreichend für 8 Stück. Naja. Wo? Wie viel hast du verstehen? 5. Naja, Scheiße. So. Löppt. Ach, guck mal hier. Das ist übrigens dein Zünder. Ja. Dann springe ich doch jetzt mal. Das nehmen wir als krönenden Abschluss, würde ich sagen. Super geil. Umsonst die Strecke gesammelt. Ach komm. Ach, muss ich nachladen. Okay. Kommen die eigentlich irgendwie wieder? Nein. Nein. Oh, das ist ja super. Dann mach ich gleich weiter hier. Verpiss dich. Woo! Blöder Wichser.
So, ist hier noch eine? Ich habe mich beim letzten Mal geärgert. Da habe ich wirklich wahllos Sprengstoff umgeschmissen, als ich die das erste Mal benutzt habe. Einfach nur, weil... Geht noch so ein. Weil, geil. Ja, der, das war ja nicht wahllos. Das war ja im Trailer eindeutig zu sehen. Die hat er nur gezielt geschmissen. Wo wir gerade dabei sind. Auf die Fahrzeuge. War gut. Ja. Hat dir gefallen, ja? Das freut mich. Ne, der müsste mittlerweile auch bei YouTube online sein. Den könnt ihr euch jetzt durchgehend angucken, wenn ihr lustig seid. Oh, geil. Ne? Ich jetzt 3 Wochen rauf und runter gucken. 22.30 Uhr ist der online gegangen. So, wie dem auch sei. Jetzt aber wirklich, ich bin auch langsam echt ein bisschen kaputt. Weil wir waren da vorne mit Zirkus. Oh, Feuerschlucker und so. Aber naja, anderes Thema. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken. Ich sage jetzt den ganzen Quatsch nicht nochmal, den ich eben schon mal gesagt habe. Wünsche euch ein wunderschönes Restwochenende. Haltet die Ohren steif, macht keinen Scheiß. Viel Spaß heute noch. Euer Ragnar Bertelsson.